Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum 11. FKF Livestream. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Mein Name ist Marcel Strehrath und wir haben heute einiges vorbereitet. Wir, das ist das gesamte Team im Hintergrund, weil ich alleine kann das bestimmt alles nicht machen. Wir haben heute dabei in der Regie den Patrick Knoll, im Chat den Tobias Niepel, den Stefan Neichel und den Sven Lakemeier. Die werden selbstverständlich wie immer eure Fragen gleich entgegennehmen, mir dann zuspielen und ich werde sie gerne unserem Gast dann schildern bzw. sagen. Ausdrücklicher Wunsch ist dabei noch, dass ihr bitte, wenn möglich, euren Namen dahinter schreibt bei der Frage, falls das nicht aus eurem Chatnamen schon hervorgeht, weil dann ist es für uns einfacher zu sagen, wer dann die Frage gestellt hat. Ja, was haben wir heute für ein Thema? Ihr seht schon diese wunderschöne Art Kunst bei mir im Hintergrund. Das ist nicht moderne Kunst, sondern es geht um einen Freizeitpark, aber um keinen offenen, sondern um einen geschlossenen Freizeitpark, einen ehemaligen, einen sogenannten Lost Place. Und zwar geht es heute um den Spreepark, wie es ja auch schon im Titel drin stand. Und ja, wir haben uns einen Gast eingeladen, der, ich glaube, am allermeisten vom Spreepark erzählen kann hier in Deutschland. Er hat sich intensiv damit beschäftigt. Er hat ein Buch über den Spreepark geschrieben. Er hat eine Dokumentation über den Spreepark gemacht. Er betreibt die Fanseite überhaupt zum Thema Spreepark. Und deswegen ist es eine ganz, ganz große Freude, ihn heute hier bei mir oder bei uns begrüßen zu dürfen. Hier ist Christopher Flade. Mensch, toll, so wurde ich ja noch nie angekündigt. Das ist ja ein Loblied. Hallo, guten Abend. Danke. Ja, wunderschön. Toll, dass du hier bist. Toll, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, also nachdem ich die Lobreden schon auf dich gehalten habe, sondern ein bisschen was zu deiner Person. Ich wollte gerade sagen, was soll ich denn noch erzählen? Immer ganz viele sehr interessant finden, ich bin tatsächlich Westberliner und 1988 geboren. Das heißt, diesen Kult DDR-Rummelplatz an selber Stelle, den kenne ich selber gar nicht. Ich war mit 4 Jahren 1993 das erste Mal im Spreepark, habe mich damals, muss ich aber zugeben, tatsächlich mehr in die Kinderclowns Hops und Hopsi verliebt. Dadurch war ich dann sehr, sehr oft im Park, habe auch viele andere Mitarbeiter, Stuntmen oder die Frau vom Eisstand, ach guck mal, da ging das schon los, da war ich schon immer am Eisstand, alle kennengelernt und da die beiden Kinderclowns Hops und Hopsi dann auch mittlerweile sowas wie meine dritten Großeltern waren und wir immer Freikarten bekamen, waren wir dann wahrscheinlich, also wir, meine Eltern und ich, wahrscheinlich doch häufiger da als manch anderer Gast. Und so haben wir auch einiges auch hinter den Kulissen damals schon mitbekommen. Und dann war der Park zu und man konnte nicht mehr hin. Und dann habe ich mitbekommen, dass ein Kind hat seine Mutter in der S-Bahn gefragt, was ist denn da hinten hinter den Bäumen für ein Riesenrad? Und die Mutter sagte, ja, keine Ahnung, da wird irgend so ein Rummel sein. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Der Park war zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre zu. Wie kann man denn jetzt schon den Kulti, den DDR-Kult-Rummelplatz oder den Spreepark vergessen haben? Und wir sollten gerade einen Schulaufsatz schreiben und dann habe ich den geschrieben über den Spreepark und den dann online gestellt. Und ja, da wir die einzige Seite waren, die man damals im Internet zum Spreepark gefunden hat, kamen halt die Leute über Google immer zu mir, haben dann noch weitere Fragen gestellt, dann haben wir die ergänzt, also wir haben die Sachen recherchiert und gesagt, naja, warum sollen wir die nur einer Person zur Verfügung stellen? Wir ergänzen dann diese Internetseite und die wurde dann nach und nach immer größer. Am Anfang war es noch auf meiner Seite, christopherflade.de, aber dann ist es irgendwann umgezogen auf eine eigene Domain, weil es halt doch mehr Spreepark als alles andere wurde. Und ja, dann kommt eigentlich das, wie du es erzählt hast. Also seit 2003 mache ich die Fanseite, seit 2008 sind wir vor Ort tätig gewesen. Da kamen dann auch ein paar Helfer dann mit dazu, die dann an der Seite und an den Aufgaben vor Ort mitgearbeitet haben. Wir hatten dann damals die Idee mit den Führungen, sind an Frau Witter angetreten. Dann haben wir die 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 Jahre gemacht. Haben auch die Events ein bisschen vor Ort betreut und haben die Social Media, oh Gott, Social Media kam auch, wir haben die Social Media Seiten gemacht und wie du gesagt hast, dann kamen die 3 Bücher und die Filmdoku. Und jetzt macht der Park hoffentlich bald wieder auf. Also die Fanseite zum alten Park wird es weitergeben, aber die Aufgabe unsere Aufgabe über den aktuellen Stand zu berichten, wäre dann mit der Eröffnung quasi erledigt. Dann konzentrieren wir uns nur noch auf die Vergangenheit.
Ja, die Webseite zu der Fanseite, die findet ihr einmal im Chat. Die werden euch die Leute gerne in den Chat reinposten, beziehungsweise in der Videobeschreibung findet ihr ihn auch. So, jetzt hast du auch schon ganz viele Namen und Daten erwähnt. Fangen wir mal irgendwo so ein bisschen von vorne an. Also, du hast gesagt, als Kind bist du immer in den Spreepark gegangen. Das heißt, eine Teilfinanzierung des Spreeparks hast du auf jeden Fall miterfüllt über die Eintrittsgelder. Kann man sagen, wobei ich immer selber zugebe, wahrscheinlich ich bin auch zu 7% schuld, dass er zugemacht hat, weil ich habe ab 1995 keinen Eintritt mehr bezahlt. Ja, sowas aber auch. Ja. Ja, aber es sind auch viele Menschen über den Zaun eingestiegen, die sind mehr schuld als ich. Ja, das auf jeden Fall. So, es gibt ja auch so ein paar komische YouTube-Videos, wo die Leute dann da rumgeistern. Ja, die steigen immer mehr, das stimmt, ja. Ja, genau. So, dann hast du gesagt, du hast einen Aufsatz geschrieben. Das war ungefähr in welchem Jahr? 2000, nee, der Aufsatz muss 2002 noch gewesen sein, weil wir sind dann online gegangen im Februar 2003. Also es muss so Ende 2002 gewesen sein, ja. Okay, dann bist du online gegangen mit der Seite und hast so ein bisschen über die Geschichte des Spreeparks erzählt, wolltest einfach Aufklärung betreiben. Richtig. Das war so deine Intention, du hast gesagt, so die Leute sollen was darüber erfahren, was hier mal stand. Weil dich das genervt hat, weil jemand gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich nicht weiß, dass ich nicht Ja, mal weiß, was das naja, sag mal Mittelalter so, ist. ich habe gedacht, die war so ungefähr mein Alter. Ich habe gedacht, huch, wie kann denn, also tatsächlich zu der Zeit, es wurde wahnsinnig wenig über den Park geredet. Es gab ein laufendes Insolvenzverfahren und man hat ja schon immer ein bisschen so gemerkt, oh, die Stadt hat scheinbar so ein kleines Freizeitparkproblem. Also nicht die Einwohner, sondern die Politik. Und dann habe ich gedacht, das wird hier so totgeschwiegen und die Leute fangen jetzt schon an, das zu vergessen. Und dann habe ich gedacht, damit dieses Vergessen irgendwie aufgehalten wird, müssen wir dem Ganzen vielleicht ein klitzekleines virtuelles Denkmal setzen. Okay, Und das ist so entwickelt. wenn man so eine Seite macht und du willst ja informieren, dann schreibst du ja nicht, okay, hier ist ein Riesenrad, dass man es dann von außen ein bisschen fotografieren kann, sondern du hast ja wahrscheinlich noch Bilder gepostet. Wie groß ist denn so dein Archiv mit der Zeit mittlerweile geworden, zum Spreepark, so mit allen Bildern und was du da so alles hast? Also boah, jetzt erwischte mich auf einem Fuß. Also, wir haben mittlerweile ein klitzekleines Lager eingemietet, so auch für, weil die Leute uns nicht nur Fotos, sondern auch andere Sachen spenden, so Sachen aus dem Fanshop oder ja, sonstiges. Und Fotos, also wir haben alleine, oder andersrum, ich selber habe circa 20 Fotos selber aus dem Park, was daran liegt, dass ich ja nicht geplant habe, meine Fanseite zu machen. Und dann haben wir natürlich immer auf die Seite geschrieben, wenn ihr Fotos habt, meldet euch gerne. Und dieses Prinzip, dieses Konzept funktioniert wunderbar. Also die Spreepark-Fans finden beim Aufräumen Fotos im Album und schicken die uns dann virtuell per E-Mail. Alleine im ersten Lockdown haben wir über 1000 Fotos online gestellt. Und ich glaube, wir haben so 30, 40 E-Mails noch offen, wo wir gar nicht, noch nicht mal geantwortet haben, weil wir noch nicht dazu gekommen sind. Jetzt aus dem aktuellen Lockdown. Ich würde schätzen, so alle Fotos, die online sind, sind circa 10.000. Bekommen haben wir bestimmt über 50.000. Also wir sagen schon mittlerweile, wir möchten keine Lost Place Bilder mehr. Die ladet bitte selber irgendwo hoch auf eure Internetseite, bei Flickr oder wo auch immer. Und wir teilen dann den Link. Aber Fotos aus der DDR-Zeit oder Spreepark-Nachwendezeit, die sammeln wir natürlich immer noch gerne weiter. Viele sagen mir dann auch oft so bei Facebook im Chat auf der Spreepark-Fanseite, ja, wir haben welche, aber wir haben schon gesehen, du hast von der Bahn oder von dem Karussell, hast du schon Fotos? Ich sage, nein, 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 bitte, 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 bitte immer schicken. Und manchmal haben die Leute recht, das sind dann wirklich Fotos, die können wir nicht gebrauchen oder die haben wir halt schon vielfach. Aber manchmal sind auch so im Hintergrund kleine Schätze, das kennen wahrscheinlich von denen, die zuschauen, wenn ihr selber eine Freizeitpark-Fanseite oder ähnliches habt, wahrscheinlich auch. Der normale Besucher, der einfach mal abdrückt und ein Foto macht, und vor allem damals in den 90ern hat man ja noch ganz bewusst abgedrückt, weil man ja nur 28 Bilder pro Film hatte. Der normale Verbraucher denkt ja nicht drüber nach, was er da fotografiert, aber zum Beispiel eine Familie hätte beinahe keine Fotos uns geschickt von Altengland, weil sie gesagt haben, na, die altenglische Fachwerkkulisse habt ihr ja schon, aber dann hat sie es mir zum Glück doch geschickt und da waren die alten Mülleimer drauf und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Foto vom Spreepark Mülleimer. Das war auch so eine spezielle Form, so ein Clown und gab ein Nilpferd und wir waren happy, dass wir dieses Foto bekommen haben oder ein Karussell, was wir auch schon 100 Mal als Foto haben, aber die Frau hatte es aus der DDR-Zeit
Und in der DDR-Zeit war es ja ein Rummelplatz. Also hing da eine Preistafel. Was hat denn die einzelne Fahrt gekostet? Im Spielpark war das ja am Tagespreis mit drin. Also dank dieser Fotospende wussten wir dann endlich, was kostete die Fahrt. Und deswegen, wir freuen uns immer, wenn die Leute Fotos haben oder finden. Einfach eine E-Mail schicken. Fanseite@berliner-spielpark.de steht auch nochmal auf unserer Webseite drauf. Perfekt. Wir freuen uns immer über Fotos. Da oder da, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo ist es auf jeden Fall im Chat. Gut, das heißt, wenn ihr auch Fotos habt, dann, und jetzt nicht vom Lost Place, sondern von damals, und ihr sagt, Mensch, da war ich doch mal, da war doch mal was, dann gerne schicken. Er freut sich auf jeden Fall, wie ihr gerade merkt. Jetzt hast du schon was erzählt. Jetzt hast du gerade schon erzählt, das war ja früher ein Rummel. Also für alle, die jetzt noch nicht den Film geguckt haben und so tief drin sind im Spreepark, dann erzähl doch mal ein bisschen was über die Geschichte des Spreeparks. Also wie ist der entstanden? War es immer schon der Spreepark? Du hast gerade gesagt, es war ein Rummel. Kannst du da uns was drüber erzählen? Erstmal finde ich ganz spannend, dass Vergnügungsparks in Treptow eigentlich eine über 100-jährige Tradition sind. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es schräg gegenüber im Treptower Park einen kleinen Vergnügungspark. Das heißt einen kleinen, der hatte sogar eine Holzachterbahn. Und durch den Krieg ist er natürlich komplett zerstört. Und die DDR hatte dann natürlich erstmal andere Sorgen, als den Vergnügungspark wieder aufzumachen. Aber zum 20-jährigen DDR-Gründungsjubiläum 1969 hat man sich überlegt, man möchte einen Rummel eröffnen, einen verständigen Rummel. Das war dann auch der wirklich einzige ständige Vergnügungspark der DDR. Und man hatte mehrere Gelände sich überlegt, wo könnte man es hinmachen, und am Ende kam man dann doch wieder auf diese Region. Da, wo er vorher war, wollte man es dann nicht mehr machen. Da war mittlerweile schräg gegenüber das sowjetische Ehrenmal für die gefallenen Soldaten. Und dann hat man sich für dieses Gelände hinterm Plenterwald entschieden. Das war mal eine Baumschule, das hat man in 7 Monaten Bauphase umgebaut. Die DDR-Regierung hat wirklich sämtliche Firmen, die sie gebraucht haben, bei anderen Projekten abgezogen und hat gesagt, das ist die höchste Priorität im Oktober zum Republikgeburtstag muss es fertig sein, und das haben sie dann auch geschafft, weil der Republikgeburtstag nicht aufs Wochenende gefallen ist, hat man nicht am 7. Oktober eröffnet, sondern am 4. Oktober, und die ehemaligen Besucher, die zur Führung kamen oder beim ersten Buch, was wir geschrieben haben, haben wir 20 Zeitzeugen interviewt, die haben uns immer wieder so zurückgemeldet. Erstmal, es war natürlich wie heute, so ein Ort ist so eine Flucht aus dem Alltag, das war so ein bisschen Abschalten, das war mal was anderes, aber was viele gesagt haben, es war schon ein Stück Westen im Osten, und das Zitat oder dieser Vergleich oder wie auch immer man es nennen mag, das kam uns so oft zu Ohren, dass wir gedacht haben, Mensch, das ist ja wirklich erstaunlich, dass die Leute das so gemerkt haben, und also sie haben gesagt, es war ein einzigartiger Rummelplatz. Es gab diese Fahrgeschäfte auf keinem anderen DDR-Kirmesplatz. Es waren Fahrgeschäfte aus dem nicht-sozialistischen Ausland, also aus Westdeutschland, aus Italien, aus Holland, aus England. Und bei manchen wurde es dann sogar ein bisschen absurd, ein bisschen albern. War dann so ein Kinderkarussell, und die ehemaligen Besucher erzählten mir, also sie saßen da auf einem BMW-Motorrad und haben eindeutig erkannt, das ist ein BMW-Motorrad, aber das BMW-Emblem musste natürlich abgeschraubt werden, das ist ja aus dem Westen. Oder dass sie über das Karussell NASA Sputnik rübergepinselt haben, weil das durfte natürlich nicht NASA heißen. Also da gab es dann noch einige Sachen, die ein bisschen absurd waren, aber den Leuten auch zum größten Teil aufgefallen sind. Und ja, nach der Wende war der Park irgendwie nichts mehr Besonderes. Zu DDR-Zeiten waren da bis zu 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Die Zahl schwankt, die man findet beim Recherchieren. Mit der Maueröffnung ging es schlagartig runter auf 200.000. Der Park war menschenleer. Ganz kurz, Rummel heißt, für alle, die nicht aus dem Bereich kommen, Kirmes also. Kirmes. Genau, Kirmes. Also FKF, ne? Und damals war das auch so ein Konzept, dass man halt einmal Eintritt bezahlt hat, wie es so bei einem Freizeitpark üblich ist. Oder weil du hast eben von Schildern von der Fahrt erzählt, war es damals so ein Upcharging. Also der Kulturpark, muss man ja erstmal sagen, viele sagen ja immer, Mensch, wie toll war das damals alles billig. Aber man muss natürlich sagen, es war ein volkseigener Betrieb. Das heißt, die Steuerzahler haben es hintenrum anders finanziert. Und der Eintritt lag, der ist ein bisschen gestiegen, so zwischen 50 Pfennig und 1 Mark. Ost, ja, also war wirklich sehr, sehr günstig.
Und die Fahrten lagen ähnlich, zwischen 20 Pfennig und 1 Mark pro Fahrt. Und kinderreiche Familien hatten Abreiskupons vom Staat, Gratisfahrten. Und dann gab es einmal im Jahr den Tag des Bauarbeiters, wo alle Bauarbeiter gratis kommen durften. Und das gab es für ganz, ganz viele Berufsgruppen. Wenn du gut im Sport warst, gut in der Schule warst, ausgezeichnet wurdest, hast du auch solche Gratistickets bekommen. Also es war halt, auch viele Schulen sind mit Reisebussen da wirklich hingekarrt worden. Also der Park war einfach durch diese Form der DDR, wie der Park genutzt wurde, dadurch schon gut besucht. Dann haben uns aber auch sehr, sehr viele Menschen erzählt, da das ja so einzigartig in der DDR war, wenn sie aus Thüringen an die Ostsee gefahren sind oder umgekehrt von Mecklenburg-Vorpommern in den Thüringer Wald, die haben mir ganz oft erzählt, in ihrem Urlaub, sie haben immer eigentlich geplant, bei der An- oder Abreise einen Tag Berlin mit dem Plenterwald. Und da finde ich es zum Beispiel ganz witzig, das interessiert jetzt vielleicht einige nicht, ich erzähle es trotzdem, ich finde es ganz witzig. Es hieß offiziell VEB Kulturpark Berlin, das hat kein Mensch gesagt, dass er da hingeht. Westberliner waren im Kulturpark, die waren noch sehr nah am originalen Namen. Ostberliner haben meistens gesagt, ich fahre in den Kulti. Und die Ostdeutschen haben gesagt, ich fahre in den Plenterwald. Stimmt nicht immer, aber so bei denen, wo wir so rumfragen, so bei, ich würde sagen, 90% aller Befragten haut das ungefähr hin. So ähnlich wie Westberliner ja zum Alex gehen, zum Alexanderplatz mit einem langen A, kurzem L und Ostberliner gehen zum Alex, kurzes A, Doppel L. Und so hatte irgendwie jeder für diesen DDR-Rummelplatz auch irgendwie seinen eigenen Namen. Gemeint haben sie am Ende alle dasselbe und dann wurde er, weil er halt auf einmal leer war mit der Maueröffnung, halt die DDR am Ende schon nicht mehr wirklich groß organisiert hat, dass da auch Gruppen hinfahren. Dann, dass natürlich viele Menschen erstmal gesagt haben, jetzt gucken Sie sich mal die Konkurrenz im Westen an. Die Konkurrenz hat natürlich auch nicht geschlafen. Bei der Recherche für die große Buchchronik, die wir 2018 rausgebracht haben, hat uns Heidepark World, die Heidepark-Fanseite, ein schönes Bild zukommen lassen. Und zwar haben wir jetzt ein Bild, da stand die Berliner Mauer noch, sie war aber schon offen. Und da standen in Ostberlin vorm Brandenburger Tor an der Mauer Wumbo und seine anderen Plüschfreunde und haben den Ostberlinern erstmal Heidepark-Flyer in die Hand gedrückt. Und ja, die Leute haben das angenommen. Die Leute sind erstmal in Scharen in den Westen gefahren, ob nun zum Shoppen oder einfach Westberlin angucken oder in den Freizeitpark fahren. Und dann hat man sich überlegt, was macht man mit dem menschenleeren Kulturpark? Und die meisten, oder eigentlich so gut wie alle alten DDR-Betriebe, sind ja dann, kann man eigentlich sagen, der Treuhand zum Opfer gefallen. Zum Beispiel ja auch der DDR-Staatszirkus, der ja auch eigentlich irgendwie Kunst und Kultur ist. Aber man hat beim Kulturpark gesagt, weil es der Kulturpark ist, soll es der Kultursenat von Berlin bekommen. Das betone ich jetzt so, weil ich finde es halt wirklich komisch, dass der Staatszirkus war nicht Kultur, aber der Kulturpark. Wie der Name sagt, ne? Also Ja, es hieß halt nicht Kulturzirkus, es hieß halt Staatszirkus. das wird's gewesen sein. Und ich schwanke dazwischen, ob das jetzt gut für den Spreepark war oder schlecht. Hätte es in dem Fall die Treuhand vielleicht besser gemacht oder hat es der Kultursenat gut gemacht? Der Kultursenat hat das Ganze ausgeschrieben. Man hat dann ganz schnell, ganz klipp und klar gesagt, es soll kein Rummelplatz mehr werden. Ich merke gerade, über mir ist so viel Platz, wir gehen ein bisschen runter. Es soll kein Rummelplatz mehr werden. Und man hat gesagt, man will keinen Streichelzoo mit einem kleinen Familienpark, mit ein paar Karussells für Berliner und Brandenburger. Man will wirklich die komplette Region, die neuen Bundesländer. Es gab in den neuen Bundesländern keinen Freizeitpark. War ja der Kulturpark zu DDR-Zeiten der einzige ständige der DDR war. Also hat man gesagt, man möchte konkurrenzfähig sein, man möchte die ganze Region abdecken und man möchte konkurrenzfähig sein mit dem Phantasialand, mit dem Heidepark, mit dem Europapark, dem Hansapark. Und so hat man ausgeschrieben. Man hat gesucht, das ist eins meiner Lieblingszitate, einfach damals war das normal, aus heutiger Sicht, ich finde, das klingt total absurd. Gesucht wurde ein Betreiber für einen Freizeitpark nach westlichem Vorbild für jährlich bis zu 1,8 Millionen Besucher. In der Größenordnung sollte der Investor bauen. 1,8 Millionen Besucher hat man daran ausgemacht, dass man ja zu DDR-Zeiten schon solche Besucherzahlen hatte. Und das Gelände ist 28,5 Hektar groß, also genauso groß wie das Phantasialand. Und die hatten auch damals ähnliche Besucherzahlen. Ich glaube, mittlerweile
haben die im Jahr 2,2 Millionen. Ja, ich glaube, wir haben sogar ein Bild vorbereitet, um mal diese Größenordnungen ein bisschen einordnen zu können. Genau, da sehen wir jetzt das Phantasialand und bitte nicht lachen, aber wir haben als Größenortvergleich ein Schiff eingeblendet. Und falls ihr euch dieses Schiff so bekannt vorkommt, ja, es hat den Suezkanal blockiert zuletzt und es ist 400 Meter, circa 400 Meter lang. Das haben wir gestern noch schnell recherchiert oder vorgestern. Und genau, das mal so als Größenordnung. So, und das ist jetzt das Phantasialand. Mal, erkennt ihr, ne? Links ist der See und Crazy Bats und rechts ist dann die Black Mamba und das Hotel. So, und jetzt nehmen wir mal den Spreepark. So, und also ganz ehrlich, der sieht größer aus. Genau, das sieht definitiv viel größer aus, weil der Spreepark, wenn man das so, du kannst besser, glaube ich, beschreiben, bis wo der geht. Also unten rechts dieses Weiße, hast du mir erzählt, das ist das Eierhäuschen? Ja, das stimmt, das gehört ja auch noch mit dazu. Also es geht wirklich bis ganz in der Mitte unten dieser weiße Strich, also eigentlich komplett am Ufer entlang, unten. Da ist das Eierhäuschen, davor ist die Montagehalle. Ja, das ist ein bisschen schmaler, das Gelände. Es ist sehr lang gezogen, aber sehr schmal an der Stelle. Und ja, eigentlich alles, was nicht nach Wald aussieht, alles, was oben in dieser Kurve drin liegt, das da ist stark. Was so ein bisschen hellgrün dann ist und sich dann so ein Bogen schließt und dann, ja genau, das ist also alles der Spree. Also ihr seht, das ist keine kleine Fläche. Und da 1,x Millionen drauf zu bekommen im Jahr ist möglich, je nachdem, was man anbietet. Ja, selbstverständlich für alle anderen, die nicht wissen, was das Phantasialand ist, haben wir natürlich auch noch einmal den Europapark, damit ihr auch noch mal eine Größenordnung vom Europapark seht. Genau, da weiß ich gerade gar nicht, wo wir sind. Egal. Ja, also zu der Größe, das ist auf alle Fälle eine Hausnummer gewesen und es gab 7 Bewerber. Die Spreepark GmbH hat den Zuschlag bekommen. Ich glaube, dass das Konzept clever war. Man hat also gesagt, Fahrgeschäfte, weil es ja mal der Kulturpark war, will man auch weiter auf Kultur setzen. Man hat also von Anfang an gesagt, man schafft 5 Bühnen mit unterschiedlichem Programm. Zum größten Teil auch jährlich wechselndes Programm. Man hat gesagt, aus der Betonfläche, aus diesem Rummelplatz, will man einen sehr grünen Park machen mit vielen Seen, Inseln, Kanalfahrten, Grünflächen, Rasen, Blumen. Und in der GmbH saß auch oder war Mitgesellschafterin Frau Brederloh, das war die Direktorin aus der DDR-Zeit. Und mit dem Konzept und mit Frau Brederloh hat man dann auch gesagt, man will allen Mitarbeitern anbieten, zu neuen Konditionen, weil es ja nun nicht mehr der Staat war, sie können, wenn sie wollen, bleiben. Ein Teil hat es gemacht, ein Teil nicht. Und ich habe leider nie die anderen 6 Bewerber rausbekommen. Wir sind dann nicht irgendwie an jemanden gekommen, der uns dann auch irgendwie was zu sagen konnte. Das war dann scheinbar doch schon zu lange her. Ich hätte die anderen Konzepte gerne mal gelesen, aber ich glaube, dass sowas wirklich toll ist. Also Kunst, Kultur, Fahrgeschäfte, Natur, Entertainment, Shows, Kultur. Das war, glaube ich, eine schöne Mischung. Und dann ging es los. Also die haben 1991 im laufenden Betrieb der Rummelplatzsaison den Zuschlag bekommen. Haben dann natürlich gesagt, die Schausteller haben Verträge für diese Saison. Der Park hatte auch damals eine Saison von so immer 2 Wochen vor Osterferien bis Ende Oktober, Anfang November, je nachdem, wie das Wochenende fällt. Und dann hat man gesagt, naja, wenn die Schausteller jetzt eh einen Vertrag haben, wir müssen ja auch erstmal uns vorbereiten auf den Wandel, spielen wir die Saison hier zu Ende. Und dann hat man den Winter und die Saison 1991 wirklich dafür genutzt, einen Namen zu finden. Das war dann der Spreepark, also weg von Kulturpark, Kulti und Plenterwald. Spreepark, wahrscheinlich ähnlich wie Hansapark, Heidepark. Spreepark liegt ja nun mal direkt an der Spree. Man hat ein Logo entworfen, man hat sich ein Maskottchen ausgedacht. Dann gab es einen Vorteil, das ist natürlich doof für den anderen Park gewesen, aber nahe Paris ist Mirapolis 1991 Konkurs gegangen. Der hatte scheinbar keine Chance gegen Disneyland und Co.
und hat nach 3 Saisons seinen Betrieb einstellen müssen. Und der Spreepark hat eigentlich den kompletten Park aufgekauft. Also ein paar Sachen haben sie nicht genommen, aber so gut wie alle Fahrgeschäfte im Spreepark haben heute noch französische Bedienpulte, weil sie halt aus Mirapolis kommen. Die Achterbahn hinter dir, die Dino-Figuren, die Loopingbahn, die Wildwasserbahn, die Parkbahn, das Zirkuszelt, das Wikingerschiff, die Hütchenautos, sogar die Parkbänke, die Mülleimer und die Wegweiser. Also die haben wirklich den kompletten Park leer gekauft und das war natürlich praktisch. Also erstmal waren die durch den Konkurs sehr günstig, die Fahrgeschäfte. Dann hatte man aber auch den Vorteil, so eine große Loopingbahn, damals ja, ich glaube, eine der größten Europas. Das hätte ewig gedauert, wenn man die bestellt hätte. Man hätte die neu bauen lassen müssen, dahin bringen lassen müssen, aufbauen müssen. Und so ist man mit eigenen LKWs, eigenen Mitarbeitern einfach rüber nach Paris gefahren, hat das abgebaut, aufgeladen, ist rübergekommen, hat das aufgebaut. Was gleichzeitig aber auch eine Herausforderung war. Das heißt, bei der Achterbahn Spreewitz, vor der du da sitzt, da hatte man ja auch den Boden nicht passend zur Achterbahn, also musste man erstmal den Park an die Achterbahn anpassen, dass dass der Boden die richtige Höhe hat, dass die Stützen halt auch passen. Und das haben sie aber, finde ich, ziemlich gut gemacht. Auch die Loopingbahn, dann die 2 Loopings gingen durch die Baumkronen durch und das ist der Spreewitz, die Familienachterbahn von Mack Rides. Kennt man, glaube ich, ne? Das ist noch eine Kirmesbahn, die hat der Herr Göbel, auch ein Gesellschafter der Spreepark GmbH, mitgebracht. Die war vorher auf Reise. Reist heute wieder unter dem Namen Poseidon, aber nicht mehr unter Göbel, sondern, Gott, jetzt muss ich in meinem eigenen Buch nachblättern. Wenn man die Geschichte Wochenende erzählt, ist es irgendwann aus dem Kopf. Heidmann Schneider, habe ich doch gesagt. Sofort, ich hätte gar nichts anderes erwartet. Nö. Haben wir noch Spreepark-Bilder? Dann sehen wir noch mal so ein bisschen, was nach der Wende da los war. Das ist noch mal die Wild River von Göbel, die jetzt als Poseidon fährt. Das war auch eine schöne Bahn. Aber später kam noch mal eine große von Mack Rides. Das ist der Fun Express. Das war die letzte Achterbahn. Die kam nur 97, glaube ich. Von Ich Medium teste City gerade. Coaster. Ah, Hops und Topsy, die beiden Clowns. Der kleine Assistent in der Mitte bin ich. Ja, Ungefähr du 30. warst. Da kommen wir gleich noch zu. Haben wir noch welche? Ah, ja, da haben wir ihn noch mal. Ja. Besagte Hütchenauto aus dem französischen Freizeitpark Mirapolis. Also will jetzt nicht über Klischees reden, aber ich sage immer, da fehlt ein Baguette unterm Reifen und das Bild wäre perfekt. Ich finde, das Auto sieht wahnsinnig französisch aus. Hieß auch so. Chapeau Clac, die französische Hütchenbahn. Für alle, die nicht wissen, was ein Chapeau Clac ist, der hat jeder Zauberer auf oder die meisten, die holen da weiße Hasen raus, der Klappzylinder. Jetzt guckt er direkt, wo ist meiner? Ja, ich habe gerade überlegt, ob der da ist, aber nee, wir haben zwar gerade TikToks gedreht vor ein paar Tagen, aber nee, schon wieder alles weg. Gut, also wenn ihr ihn sehen wollt, bei TikTok ist er auch, das haben wir auch gerade geklärt. Da hat es Oh, was das. Besonderes mit der Bahn auf sich, oder? Nee, Ja. ist. Weiß ich nicht. Die ist auch eine mobile gewesen, oder? Ja, die steht mittlerweile in Peru, die fährt auch wohl noch. Ist aus den 70er Jahren, eine Schwarzkopf. Ich bin die tatsächlich nie gefahren, weil ich als Kind doch ein kleiner Schisser war, was so Fahrgeschäfte und Achterbahn und Höhe anging. Ich fand aber den Sound immer sehr toll. So ein ganz lautes Klackern von der Liftkette und die sind da um die Kurven gedonnert in diesem kleinen Bob. Das war also die Bobbahn Jetstar. Keine Sicherheitsbügel, man hat sich einfach nur festgehalten. Ich glaube, heute müsste man wahrscheinlich nachrüsten, wobei da kenne ich mich nicht aus. Ich mutmaße. Es war aber irgendwie eine tolle Bahn. Ist aber nicht die, die schon zu DDR-Zeiten da stand. Ah, da nochmal Hops und Topsy. Man merkt also, die privaten Bilder, die ich habe, sind dann doch sehr Hops und Topsy-lastig. Das aber auch nur nochmal, weil es war dann nicht nur das Showprogramm Hops und Topsy, haben auch die Kinder kostenlos geschminkt. Ich wollte natürlich ein Clown sein, ich wollte aussehen wie Hops. Und ich weiß gar nicht, sind das alle Spreeparkbilder? Wir haben in der. Ah, oh, der Rollover Jill. Da, wo der stand, der schaukelt ja mittlerweile durch China, der ist oder Asien, ganz genau welches Land weiß ich nicht. Da, wo der stand, hatten die Schausteller zu Lost Place-Zeiten ihre Wohnwagen, da haben wir oft gegrillt. Und da im Rasen haben wir ganz oft D-Mark-Stücke gefunden. Also während der Fahrt muss den Leuten sehr viel runtergefallen sein. Nicht Haben wir schlecht. bestimmt nur 18, 19 Mark zusammengekriegt an einem Abend, wenn wir gesucht haben. Ja,
Sehr schön. Du hast eben schon ganz viele Namen erwähnt. Wir kommen gleich nochmal zu den Attraktionen, weil da gab es ja noch viel mehr. Aber du hast eben schon so ein paar Namen erwähnt. Und zwar bei, du hast ja gesagt, okay, da ist einmal ausgeschrieben worden, noch dem Motto hier, wir möchten gerne einen Freizeitpark nach westlichem Standard betreiben. Wer hat Bock? So, und darauf haben sich Leute gemeldet. So, das heißt also, wer hat sich gemeldet und wem gehörte dann dieser Spreepark überhaupt? Wie ist das weitergegangen? Also die Spreepark GmbH, die den Zuschlag bekommen hat, sind tatsächlich die einzigen, wo wir wissen, wie die heißen, die sich gemeldet haben. Die anderen kennen wir nicht. Und die Spreepark GmbH hat sich gebildet aus Familie Witte, eine Schaustellerfamilie aus dem Raum Hannover. Frau Witte ist eine geborene Forlopp und Familie Göbel und Frau Brederloh. Und Wittes kannten Frau Brederloh, weil die Familie Forlopp, also die Familie von Frau Pia Witte und Herr Witte haben aus der DDR-Zeit die DDR-Achterbahnen damals aus dem Park rausgekauft und hatten auch so ein bisschen Kontakt zu den Schaustellern aus dem DDR-Kulturpark. Und da die sich also vor Ort auskannten, auch viele Leute kannten, haben die dann, als sie mitbekommen haben, die Mauer ist offen, sind die auch mit zwei, drei eigenen Fahrgeschäften rüber in den Kulturpark gegangen und haben dann halt mitbekommen, es wird ein Betreiber gesucht und haben sich dann mit Frau Brederloh zusammengetan. Also das, was viele Firmen nach dem Mauerfall im Osten eigentlich auch immer versucht haben, gab ja viele, die versucht haben, mit der Belegschaft diesen volkseigenen Betrieb in die Privatisierung irgendwie zu überführen. Da hat es denn ja irgendwie geklappt. Also die haben sich zusammengetan. Witte und Göbel hatten Geld, waren vermögende Schausteller aus dem Westen, hatten auch Eigenkapital, also Fahrgeschäfte, die sie mit einbringen konnten. Und Frau Brederloh hatte einfach die Erfahrung mit dem Gelände, mit den Mitarbeitern, mit dem Publikum, und so hat sich diese GmbH zusammengeschlossen. Das Eigenkapital und die eigenen Fahrgeschäfte haben nicht komplett gereicht. Man hat sich gleich am Anfang circa 20 Millionen von der Bank geholt. Hatte man aber auch später noch mal ein bisschen aufgestockt. Man hat in den ersten Jahren 40 Millionen Euro D-Mark investiert. Man sagt immer, das findet man auch in vielen alten Presseartikeln, circa ein Viertel davon, also 10 Millionen, nur allein für diese Erdbauarbeiten, von denen ich vorhin auch mal schon kurz sprach. Also Betonfläche wegschieben und halt alles anlegen. Den See rund ums Riesenrad mit der großen Kanalfahrt, die kleine Kanalfahrt mit den Schwanenbooten. Die Sachen, die man hat das ganz clever gemacht, die Sachen, die man ausgegraben hat, irgendwie für die Seen, für die Täler der Achterbahn, hat man dann woanders wieder aufgeschüttet als Amphitheater mitten im See unterm Riesenrad mit ansteigender Zuschauertribüne oder für den anderen Hügel hinten bei der anderen Achterbahn. Und man hat da wirklich viel verändert. Man hat 35 Attraktionen recht schnell geschaffen, was man auch konnte durch diesen Konkurs gegangenen Park Mirapolis. Also der Park ist ja in 5 Jahren so schnell gewachsen wie manch andere Parks in 10, 20, 30 Jahren. Und man hat sich an diesem Auftrag irgendwie natürlich auch orientiert. Man hat gesagt, man will konkurrenzfähig sein. Also unter diesen 35 Attraktionen waren 4 Achterbahnen, 2 Wildwasserbahnen, 5 Showbühnen, wie ich schon sagte. Man hat da wirklich in kürzester Zeit einen sehr großen Park gebaut. Ich höre oft, naja, der Spreepark, der hatte ja nicht so tolle Attraktionen. Dann sage ich aber immer, Leute, guckt euch nochmal den Heidepark oder den Europapark an, wie die in den 90er Jahren aussahen. Gut, der Vergleich Europapark hinkt vielleicht ein bisschen, aber Kolossos und wie die Bahnen hießen, die kamen 2001, 2002, auch Silverstar kam da erst, Blue Fire, die erste Loopingbahn im Europapark, kam, glaube ich, 2009. Damals in den 90er Jahren hatte der Heidepark dieselbe Top-Attraktion wie der Spreepark, die Vekoma Loopingbahn mit 2 Loopings, 2 Schrauben. Im Spreepark hieß sie Mega Loop, im Heidepark Big Loop, da steht sie auch noch. Und also der Spreepark war für die 90er Jahre sehr gut ausgestattet. Dann sagen aber viele, ja, aber so richtig schön thematisiert war er nicht. Der war schon sehr kirmeslastig. Das stimmt, es war eine Kirmes, die im laufenden Betrieb umgebaut wurde. Und dafür, dass die nur 5 Jahre Bauphase hatten, weil danach war ja dann die Streitigkeiten mit dem Land Berlin, das machen wir ja typisch gleich etwas ausführlicher, Ja.
Ab da an hat man ja nicht mehr viel investieren können. Das heißt, es waren eigentlich nur noch 5 Jahre, wo man versucht hat, irgendwie über Wasser zu sich zu halten, zu überleben. Und dann hat man ja auch Konkurs angemeldet. Und für 5 Jahre Bauphase, die hatten ein richtig schönes, ich finde, einzigartiges Westerndorf. Ja, das Piratenland hatte jetzt außer die Schiffsschaukel und den Schießstand und die Bühne mit der Piratenstunt-Show, mit dem großen Piratenschiff, jetzt noch nicht viele Attraktionen, aber es war auch schon auf dem richtigen Weg. Und am Ende hat man es noch versucht, ein bisschen mit Altengland zu reißen. Also man wollte schon thematisieren, das hat man an vielen Stellen auch gesehen, dass die Bemühungen da waren. Auch die große Mack-Wildwasserbahn Grand Canyon mit dem großen Berg und was da nicht alles geplant war. Ich glaube schon, dass man wirklich tolle Sachen vorhatte. Wir haben ja auch ein paar Architektenentwürfe sehen dürfen, die wir auch rausrecherchiert haben für die große Buchchronik. Also da wäre definitiv noch mehr gekommen, wenn der Park die Zeit gehabt hätte. Aber dazu kam es ja leider nicht mehr. Nee, das passierte dann nicht mehr. Genau. Da können wir jetzt auch so ein bisschen gleich mal die Überleitung machen. Und zwar zu dem, wie ist es dann dazu gekommen, dass es ein Lost Place geworden ist? Das heißt, du hast gerade schon ein bisschen angerissen, dass es hieß, ja, dann, also 40 Millionen ist eine Menge, Menge Geld zu der damaligen Zeit, ist heute noch, aber zu der damaligen Zeit war es, glaube ich, noch mehr. Das war ja nur zum Anfang. Also Altengland hat ein paar Millionen gekostet. Der Fun Express hat, glaube ich, 1,5 oder 1,2 Millionen gekostet. Also die haben ja nach den ersten 2, 3 Jahren weiter investiert. Ja, das sind ja nur wirklich die Beträge für die ersten Jahre. Das Westerndorf ist da gar nicht mit drin. Das hat ein Schausteller gebaut, aber dem Spreepark hat das so gut gefallen. Die haben gesagt, sie wollen ihm das abkaufen, dass es dann wirklich direkt nicht nur auf dem Grundstück steht, sondern auch dem Park gehört. Also auch da hat man ja investiert, das hat man dann monatlich dem Schausteller in Raten quasi abbezahlt. Und man hat auch nachträglich noch richtig viel Geld da reingesteckt. Und ja, wieso ist der Park Concours? Sag mal, habt ihr was zu essen und zu trinken dabei? Morgen ist Ja. Feiertag. Wir haben ein bisschen Zeit. Och, wir haben noch Zeit, Sat. Kein Problem. Schieß los. Also ich glaube, es ist nicht nur eine Sache schuld. Ich glaube, dass da ganz viele Faktoren mit reingespielt haben. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Spreepark GmbH alle Entscheidungen richtig getroffen hat. Ich sage aber ganz klar, ich glaube auch, und das stört mich, dass darüber in den Medien so gut wie nie berichtet wird. Deswegen, wer die Bücher vielleicht kennt, merkt, da ist bei mir schon so ein bisschen mehr der Schwerpunkt drauf. Ich schaue gerne auf die Sachen, wo ich der Meinung bin, was hat eigentlich das Land Berlin für eine Verantwortung? Was hätten die besser machen können? Was haben die dem Park für Steine in den Weg gelegt? Es gibt einen Punkt in der Geschichte des Parks, wo alle drüber sprechen und sagen, das ist der Grund, warum der Park zugemacht hat. Ich würde aber sagen, da gab es schon vorher ein paar Punkte. Aber nehmen wir mal diesen Hauptknackpunkt. 1997 wurde der Plenterwald vor dem Park zum Landschaftsschutzgebiet. Und das Problem war, die Parkplätze des Freizeitparks lagen auf dem Grundstück des Parks, also hinterm Wald. Da kommt man aber nur hin, wenn man mit dem Auto durch den Dammweg fährt. Das ist eine einspurige Straße durch den Plenterwald durch. Und da hat man dann gesagt, es geht nicht mehr. Bäume, Autos, Abgase im Landschaftsschutz geht nicht. Das heißt, die Zufahrtsstraße wurde gesperrt. Und 97 stehen sie noch im Flyer drin. Der war halt gedruckt, bevor es passiert ist. Aber ab 1998 war es dann auch im Flyer eingezeichnet, denn ab 1997 war der Spreepark Deutschlands einziger Freizeitpark ohne auch nur einen einzigen Besucherparkplatz. Und Ist kommt eine wahrscheinlich wieder super von alleine drauf. Voraussetzung, wenn du einen Freizeitpark betreiben Genau. willst. Ich wollte gerade sagen, wir kommen wieder von alleine drauf, ist eine Scheißattraktion. Das ist wirklich doof. Damit macht keiner gerne Werbung. Und ja, da kommt dann auch, wenn du darüber sprichst, bei den Führungen hatte ich das ganz oft, da haben dann mir Leute gesagt, ach Mensch, was will denn der Spreepark? Zu DDR-Zeiten ging es doch auch ohne Parkplätze. Ich sage, ja, können wir gerne drüber reden, wie viele Menschen hatten zu DDR-Zeiten ein Auto, wie viele nach der Wende, aber auch darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten, weil man kann ja nicht sagen, zu DDR-Zeiten ging es ohne, weil zu DDR-Zeiten hatte der Park 3000 Parkplätze, also es war ja nicht ohne. Also das Thema ist sofort außen vor. Und ja, ich finde auch,
Ach, zu so einem Rummelplatz geht man irgendwie 1, 2 Stunden hin, bis das Geld im Portemonnaie alle ist. Das kennen wir ja alle. Und dann geht man wieder nach Hause. Und bei so einem Freizeitpark bleibt man ja eigentlich den ganzen Tag und fährt sein Geld ab. Und man hat ja in der Größenordnung investiert, wie es der Auftrag war, also nicht nur für Berliner und Brandenburger, sondern für Gäste aus den umliegenden Bundesländern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. Und also, wenn du da als Familie mit 2 kleinen Kindern morgens losfährst aus Mecklenburg-Vorpommern mit der Regio bis zum Spreepark, macht vielleicht bei der Hinfahrt noch Spaß, wenn du da 2, 3 Stunden unterwegs bist. Dann bist du da nochmal deine 6 bis 8 Stunden im Park. Und also ich habe nichts gegen Kinder, ja, ich liebe Kinder, aber ich glaube, wenn du mit also total übermüdeten Kindern dann nochmal mit 3-mal umsteigen mit der Regio abends nach Hause fahren darfst, also das machst du, glaube ich, nur einmal, wenn überhaupt. Und die Leute sind natürlich weiter mit ihrem Auto angereist und dann ging es los. Ja, wo parkst du denn jetzt? Es gibt ja keine Parkplätze. Das heißt, die haben irgendwo vorne im Wald auf den Wegen und Straßen geparkt, haben dann natürlich ein Knöllchen gekriegt, waren stinksauer. Die haben die Kreuzungen, also die Ecken, die Kreuzungen und die Einfahrten im Wohngebiet zugeparkt, die Gehwege, die Anwohner waren stinksauer, die sind dann von der Arbeit nach Hause gekommen, konnten nirgends parken, weil überall die Gäste standen. Und dann kamen sie nicht mal in ihre Einfahrt rein, weil da standen sie dann auch, dann wurden sie abgeschleppt. Also die Gäste waren schon ziemlich pappensatt. Und dann hat natürlich so eine Familie aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt, naja, dann fahre ich in die andere Richtung über die Autobahn, vielleicht eine halbe Stunde länger, aber dann bin ich im Heidepark, das ist dieselbe Loopingbahn. Und das ist natürlich für einen Spreepark ein K.O. gewesen. Und viele sagen immer, der Park ist zugrunde gegangen durch diesen teuren Eintrittspreis, durch dieses All-Inclusive-Konzept. Kann man so auch nicht sagen. Also wie gesagt, als die Mauer geöffnet war, war der günstige Rummelplatz mit 1 Mark Eintritt und 1 Mark die Fahrt menschenleer, 200.000 Besucher. Und in dieser Umbauphase, während da also im laufenden Betrieb aus der Kirmes der Freizeitpark wurde, gingen die Zahlen ja wieder hoch auf 800.000 Besucher im Jahr. Und ab 1997 sieht man ganz eindeutig, also mit diesen Parkplätzen ist die Zahl doch sehr eingebrochen und dann eigentlich jedes Jahr zurückgegangen. Und ich glaube schon, wenn du einen Freizeitpark hast ohne Parkplätze und die Leute verärgerst und die kommen dann nicht mehr, dann hast du ja weniger Einnahmen. Und weniger Einnahmen heißt weniger neue Attraktionen. Weniger neue Attraktionen heißt wieder weniger Presse, weniger Besucher. Und ich glaube, das ist so ein Abwärtstrend, so ein Teufelskreis. Ich glaube, den kriegst du schwer wieder aufgehalten, wenn er erstmal so richtig in Fahrt ist. Und weil ich ja sagte, es gab auch Punkte davor, die nicht gut liefen. Es gab die Situation, dass man gesagt hat, ja, Mensch, toll, dass ihr die neuen Betreiber seid, liebe Spreepark GmbH, das ist ja kein Kauf, das ist ein Erbpachtvertrag, also ihr pachtet oder ihr mietet auf 99 Jahre diesen Park jetzt als Freizeitpark, zahlt einen jährlichen Erbpachtzins und dieser Erbpachtvertrag, der wird jetzt unterschrieben und den kriegt ihr jetzt. Und jetzt hat dann gedauert, das wurde nicht 1991 gemacht, das wurde nicht in der ersten richtigen Spreeparksaison 1992 gemacht, es wurde auch nicht 93 oder 94 oder 95 gemacht. Der Erbpachtvertrag unterschrieben wurde 1997. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Wenn man die Kulturparksaison, die letzte noch mitzählt, sind das schon fast 7 Jahre. Und man konnte ja nicht einfach dastehen und sagen, wir machen nichts, weil der Park war ja menschenleer. Also musste man ja investieren und bauen, damit es vorwärts geht. Aber Was verstehe hat ich man das gemacht? richtig? Die hatten quasi überhaupt keinen Vertrag mit irgendjemandem? Die hatten keine Sicherheit. Die haben jetzt fremden Grund und Boden, Loopingbahnen und Millionen an Euro von der Bank verbuddelt. Und die Deutsche Bank hat natürlich gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber dann wisst ihr schon, ne? Also einen Risikozins nehmen wir da schon. Das ist eine ganz schön heikle Sache hier. Und was auch ein bisschen doof war, hätte man innerhalb von 4 Jahren den Erbpachtvertrag bekommen, wo man ja denkt, so ein Mietvertrag, wenn man vor allem auch schon da ist und vor Ort schaltet und waltet, hätte man das innerhalb von 4 Jahren gemacht, hätte es ein paar Millionen D-Mark Fördermittel gegeben. Aufbau Ost hieß das damals. Das hätte nicht mal das Land Berlin bezahlt, das hätte der Bund bezahlt. Da der Spreepark aber leider erst nach 7, also fast 7 Jahren, den Vertrag bekommen hat, gab es 0 Mark Fördermittel. War natürlich blöd, auch das war in der Kalkulation mit eingeplant. Der Risikozins war 6, 7 Jahre nicht eingeplant, die Fördermittel waren eingeplant. Also das sind auch schon Probleme, die da mit reingespielt sind.
Und ich sage dann immer, klar, die Spreepark GmbH hat nicht alles richtig gemacht. Komischerweise wird auch nur auf Familie Witte rumgehackt, ja, von Familie Göbel und Frau Brederlo spricht kein Mensch in der Presse. Was natürlich einfach daran liegt, dass Herr Witte nach der Spreeparkzeit ja auch nochmal mit anderen Sachen Publicity bekommen hat. Und ich denke mir aber immer, Familie Witte war zu der Zeit ungefähr so alt wie ich jetzt. Also wenn ich auf der einen Seite im Nacken die Deutsche Bank hätte, die sagt, also ich kriege ja noch 40, 50 Millionen zurück, und auf der anderen Seite im Nacken sitzt mir der Senat und sagt, naja, Mietvertrag, also bleiben Sie mal ganz entspannt, sind ja erst 6 Jahre rum. Ach, Sie wollen Fußweg durch den Wald bauen? Na, da diskutieren wir erst mal 8 Jahre drüber. Also, das sind so Sachen, ich kann das fast, also sie tun mir fast ein bisschen leid. Ich kann das fast ein bisschen nachvollziehen, dass man da wahrscheinlich wirklich den Kopf voll hat und auch einige Sachen nicht mehr klar entscheiden kann und vielleicht auch viele Sachen aus der Not heraus macht, die man mit einem klaren Kopf vielleicht anders entschieden hätte. Und ich finde es wirklich schade. Und ich finde auch schade, dass irgendwie in der Presse es immer nur, wobei das wird gerade ein bisschen besser. Also vielleicht haben wir mit der Aufklärung auch ein bisschen was bewirkt. Es ist immer alles, ja, also das war das schlechte Management. Das schlechte Management war schuld. Das liest du permanent. Und ich glaube, mittlerweile haben viele verstanden, dass es nicht am schlechten Management liegt. Ich habe bei den Führungen auch immer gesagt, so Leute, das schlechte Management ist, wenn ihr so wollt, seit 13 Jahren weg. So, was hat denn der Liegenschaftsfonds, was hat denn das Land Berlin geschaffen? Gucken wir uns Das, das an, sieht ja toll aus. gut, dass du das sagst, weil man hat ja, du sagst ja gerade, man hat ja wirklich in der Presse echt viel gelesen. Das ging ja rauf und runter zu der damaligen Zeit. Das hat ja wirklich jeder mitgekriegt. Und man konnte auch wirklich einiges über die Familie Witte lesen. Kannst du diese Geschichte, die dahinter ist, so ein bisschen mal aufarbeiten und die Hintergründe zusammenfassen für die Leute, die jetzt nicht so ganz, die auch vielleicht nur diese eine Seite kennen, wo du sagst, ich kenne aber die andere? Naja, oder mittlerweile sind ja auch schon wieder 20, der Park ist 20 Jahre zu. Also mittlerweile sind ja vielleicht auch eine Menge Zuschauer nachgekommen, die haben das damals doch nicht mitbekommen. Also ich kann mich noch erinnern, also erstmal muss man sagen, dass, nee, wobei, nee, wir machen erstmal den Skandal, also wie es kommuniziert wurde. Vor 5 Jahren ungefähr wurde mein Bad saniert. Bis dahin hatte ich eine Erinnerung in meiner Badewanne an diesen Tag damals. Und zwar, es war Anfang 2002, also am 4. November 2001 hat der Park zugemacht, ist in die Wintersaison gegangen. Und dann, ja, ich glaube so Februar 2002 war es, gab es morgens die Presselawine in allen Berliner Zeitungen, am Kiosk war an jeder Zeitung das Titelthema. Und die Radiosender waren voll, die Fernsehsender waren live vor Ort mit ihrem Kamerateam. Ich habe morgens 104.6 RTL gehört und da kam dann die Meldung, bei Nacht und Nebel ist Herr Witte mit dem Spreepark abgehauen. Er hat mehrere Fahrgeschäfte, Achterbahn, Wildwasserbahn abgebaut und sogar das Wahrzeichen, das Riesenrad hat er mitgenommen. Und bei Riesenrad ist mir die Duschbrause aus der Hand gefallen und die Delle hatte ich da bis vor ein paar Jahren noch. Ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Da gab es die Fanseite noch nicht. Und ich bin dann hingefahren und wie wahrscheinlich viele von euch, kennt ihr alle das Riesenrad im Lost Place. Also es muss im Spreepark 2 gegeben haben, weil das steht ja noch, aber die Presse wird ja richtig recherchiert haben, bevor sie das Ja. hat. Also es muss im Spreepark mitten im Wald noch ein Zweitriesenrad gegeben haben, was einfach keiner kannte. Und ich finde das so absurd. Ich finde das einfach so absurd, dass diese Geschichte sich so viele Jahre gehalten hat und da keiner mal irgendwie das Ganze hinterfragt hat oder gesagt hat, Leute, also glaubt ihr eigentlich selber, was ihr da berichtet? Also es wird heute noch von einer Nacht- und Nebelflucht gesprochen. Dazu kann ich einfach erzählen, 2001 haben mir Anfang der Saison Hops und Hopsi, die beiden Clowns, meine dritten Großeltern, gesagt, ist die letzte Saison, A, wir gehen in Rente, B, der Park macht zu, Familie, bitte hört auf. Und wie kam es jetzt? Also man hatte Streit mit dem Land Berlin über viele, viele Jahre, weil halt keine Parkplätze, was ja, finde ich, ein super Argument ist. Dann ist über Nacht als Landschaftsschutzgebiet eingerichtet, wurde auch ein Drittel des Grundstücks weggefallen. Man hat nämlich erstmal nur 2 Drittel Grundstück eingezäunt und hat gesagt, erst wenn die fertig bebaut sind, holen wir den Rest dazu. Gegenbeispiel wäre jetzt Belantes, die haben gleich alles eingezäunt und dann läufst du halt weitere Wege zu den Attraktionen. Und genau das wollte man im Spreepark nicht. Und nun war aber alles, das war ja der Witz an der Sache, alles außerhalb des Zauns war Landschaftsschutz.
Und dann hat der Spreepark natürlich gesagt, ja, aber Moment mal, dann müssen wir ja auch nur noch für diese 2/3 Erpachtzins bezahlen. Nein, 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 für die komplette Fläche. Ja, aber dann ist meinetwegen das 1/3 ein Waldgrundstück. Es ist ja keine wirtschaftliche Nutzfläche mehr. Dann wird es ja günstiger. Nein, 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 das bleibt der gleiche Erpachtzins wie vorher. Also das und noch viele andere Streitpunkte. Das Land Berlin hat die Autoausschilderung abgenommen. Die Autofahrer wussten gar nicht mehr, wohin. Ich hatte bei den Führungen oft Anrufe. Ich musste da mein Handy immer ausmachen, weil die Leute gesagt haben, sie finden den Park nicht. Ich sage, gut, dass sie gerade anrufen und die Geschichte erzählen. Das erzähle ich gerade den Leuten hier bei der Führung. Das konnte gar keiner glauben. Heute würde man Laternenwerbung buchen. Sowas gab es damals nicht. Und da ist so eine Einbahnstraßenführung rund um den Plenterwald. Und wenn die Leute kein Schild sehen, fahren die halt der Hauptstraße nach und fahren dann irgendwie immer in diesem Einbahnstraßenkreis und finden den Park nicht, weil an einer entscheidenden Stelle mussten sie nach rechts abbiegen. Hat man einfach illegal so einen LKW mit so einer kleinen Plane dahingestellt, Spreeparkpfeil nach rechts. Das Blöde war, schräg gegenüber war das Rathaus mit dem Ordnungsamt, dann musste der Anhänger wieder weg. Also man drehte sich irgendwie an vielen Punkten irgendwie sehr, sehr im Kreis und hat so viel versucht. Man wollte den Haupteingang zu einer anderen Seite verlegen, näher an die S-Bahn ran. Man wollte Flächen auf der anderen Spreeseite mieten als Parkplatz, damit die Leute mit einer Fähre rüberkommen. Keine Baugenehmigung, weil zwischen Spreepark und Schiffsanleger ist ein Fußweg. Wenn die Menschen von der Fähre und die Spaziergänger sich treffen und die rennen ja mit 180 km/h von so einem Boot runter, es gäbe wahrscheinlich Tote. Also man hat dann also gesagt, auch dafür gibt es keine Genehmigung. Und nachdem wahnsinnig viel schiefgegangen ist und dann auch noch ein Gutachten rauskam, was das Land Berlin beauftragt hat, dass der Spreepark eigentlich recht hat und dringend Parkplätze bräuchte, hat der Spreepark gesagt, wisst ihr was, ihr könnt das mal gern haben. Wir kündigen. Die haben den Erbpachtvertrag gekündigt. Und das Schöne war ja, von dem Mann redet auch keiner in der Presse. Der Geschäftsführer vom Spreepark war der Rechtsanwalt vom Spreepark und der Familie Witte, Rechtsanwalt Hans-Ludwig Trümper. Und der war natürlich perfekt als Spreepark-Geschäftsführer. Der hat sich da mit dem Senat und allen angelegt, hat gekündigt. Und das Land Berlin hat die Kündigung nicht angenommen. Hätten sie es nämlich gemacht, hätten sie damit die Schuld eingestanden, dass das aufgrund dieser Gegebenheiten, was die das Land Berlin nachträglich geändert hat, passiert ist. Und hätten sie das gemacht, hätten sie die Schulden übernehmen müssen. Und dann haben sie natürlich gesagt, nein, 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 das liegt am schlechten Management. Wir haben damit nichts zu tun. Wir nehmen die Kündigung nicht an. Und dann hat Herr Trümper gesagt, gut, dann geben wir das Unternehmen jetzt in eine Insolvenz. Weil wenn wir jetzt weitermachen, wird es irgendwann zur Insolvenzverschleppung und das kostet ihm seine Rechtsanwaltslizenz. Also in Sachen Spreeparkschließung, gerade weil er Herr Trümper weiterhin Rechtsanwalt war, will er oder wollte er und will ich auch immer wieder betonen, war eigentlich alles sauber. Es wurde in der Zeitung berichtet, Millionen an Fördermitteln wurden mitgenommen und gestohlen. Wir haben gelernt, es gab nicht eine Mark Fördermittel, weil das Land Berlin leider statt 4 Jahre 7 Jahre für einen Vertrag gebraucht hat. Es wurden auch keine Fahrgeschäfte geklaut, das wurde nachträglich auch festgestellt. Das waren Fahrgeschäfte über Leasingbanken eingekauft auf den Namen der Kinder. Das waren also Kirmesattraktionen, die, also Familie Witte hat 5 gemeinsame Kinder, die im Park standen. Aber wenn sie natürlich das Betriebsgelände räumen, müssen sie diese Dinger natürlich rausnehmen. Und ich sag mal, dass sie dann mit der ganzen Familie nach Peru gezogen ist, das war natürlich damals die Zeitungssensation, Nacht- und Nebelflucht nach Lateinamerika. Das war, also die Story ist ein Knaller, ja. Also, wenn ihr das einem Produzent vorlegen, wenn du das einem vorlegen würdest, der würde sagen, das können wir nicht drehen, das ist zu unrealistisch. Oh, wo haben wir das denn her? Cool. Ach du meine Güte, ich weiß genau, an welchem Tag das gemacht wurde. Das ist ein Foto aus dem BZ-Archiv, würde ich sagen. Das war zu welcher Zeit ungefähr? Das war 2009, wenn mich nicht alles irrt. Also schon Ja. lange nachdem der Park zu war. Ja, 8 Jahre nach der Schließung hat Herr Witte gesagt, du, Christopher, ich bin Schausteller, ich habe immer ein Aggregat dabei, wollen wir mal Riesenrad fahren? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade eine Kamera dabei, können wir gleich ein YouTube-Video draus machen. Das findet man bei uns auch auf der Seite, wir haben es online. Und als ich denn da so drin saß bei meiner ersten Fahrt, habe ich dann aber nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt, Norbert, 8 Jahre nicht gewartetes Riesenrad, was ist eigentlich, wenn eine Gondel abfällt? Und hat er gesagt, Christopher, mach dir keine Sorgen, wenn die Gondel abfällt, merkst du eh nichts mehr. Und da habe ich gedacht, ja, super Norbert, Dankeschön. Aber recht hat er. Also, weil Ja, recht hat er. Und dann, das Blöde war, in dem Riesenrad fiel mir dann ein, dass ich Höhenangst habe, aber da war ich schon fast oben.
Aber es war irgendwie doch wahnsinnig beeindruckend. Ja, als Kind sitzt du da drin. Ich glaube, ich habe mich auch so wahnsinnig sicher in diesem 8 Jahre nicht gewarteten Riesenrad gefühlt, weil ich es halt kannte. Ich habe da als Kind irgendwie 100 Mal drin gesessen. Und damals war das ja so noch die Zeit, wo er gesagt hat, okay, wenn die Investoren mit dem Land Berlin sich nicht einig wären, mittlerweile 2009 war das Insolvenzverfahren bereits beendet, das heißt, Frau Witte hat ihr Grundstück zurückbekommen, hat er dann gesagt, naja gut, wenn die Investoren sich mit Berlin nicht einig wären, machen wir den Bums halt hier wieder auf. Und da hat er gesagt, komm, dann machen wir doch mal die Fahrgeschäfte an und zeigen den Berlinern in der Zeitung, deswegen haben sie die Zeitung eingeladen, zeigen wir denen nochmal, das fährt ja alles. Wenn das Land Berlin sich nicht so anstellen würde, könnten wir morgen aufmachen. Und da hat er die BZ eingeladen und da hat er sich dann abgesprochen mit seinem Cousin und hat gesagt, hey, wenn wir oben sind, mach mal aus. Und dann war der BZ-Reporter, der auch Höhenangst hatte und fix und fertig war. Als sie ganz oben ankamen, hat dann der Cousin unten das Riesenrad ausgemacht und Norbert rief dann, oh, kaputt! Und der arme BZ-Reporter ist da oben in der Gondel fast weggestorben. Aber nach ein paar Sekunden haben sie wieder angemacht, haben ihn heile unten ankommen lassen. Aber der Artikel liest sich toll, ja. Also todesmutiger Reporter und dann war es kaputt und der hatte Todesangst. Es war relativ harmlos. Also die Aber es Gondel auch. war wieder eine Aber Sensation, ja. wir haben es nur angehalten, um ihn ein bisschen zu ärgern. Und Gemacht. Ja, aber zurück zur Geschichte, kurz. Wir können ja gleich nochmal zu den Attraktionen und den ehemaligen kommen. Das heißt, also das war Insolvenzverfahren, haben wir jetzt gelernt. So, dann haben wir gelernt. Genau, da genau. waren wir. Das Also. wollte ich nämlich auch sagen, weil es heißt Nacht- und Nebelflucht. Und das klingt immer so wie auf und davon. Die GmbH, der Geschäftsführer, Herr Trümper, haben nie das Land, nie die Stadt verlassen. Das heißt, das Insolvenzverfahren wurde normal eröffnet, wurde normal geführt. Und obwohl es nicht nötig gewesen wäre, weil der Geschäftsführer anwesend war, ist Familie Witte, Herr und Frau Witte aus Peru mehrfach nach Berlin gependelt, um bei diesem Termin dabei zu sein. Und wenn sie mit mehreren gestohlenen Fahrgeschäften und Millionen Euro Fördermittel abgehauen wären auf kriminelle Art und Weise, sie wären bei der Rückreise, so hoffe ich doch, aufgehalten worden. Aber es war halt keine kriminelle Flucht. Und das ist das, wo wir immer versuchen aufzuräumen. Und naja, die Sensationsgeschichte geht dann natürlich weiter, dass hier in Berlin, das Land Berlin gekonnt, alle Investoren vergrault hat. Da werden wir auf Thema Investoren ja bestimmt auch nochmal gleich ein bisschen ausführlicher zurückkommen. Aber die Geschichte ging halt weiter, dass Herr und Frau Witte in Peru neu starten wollten, was wohl daran, also alle sagen natürlich, wie Neustart in Peru. Ja. Wer aber Schausteller kennt oder vielleicht auch gerade Familie Witte, die immer die Besten, die Größten sein wollten mit der größten Loopingbahn, mit dem sie wollten damals mit dem Spreepark ja auch den Europapark überholen. Und er hatte peruanische Freunde und Mitarbeiter im Spreepark und die haben gesagt, sowas gibt es ja nicht. Du wärst schon mal automatisch der Beste und der Größte, weil du bist alleine. Und da hatte er richtig Lust wohl drauf. Und auch Frau Witte und die Kinder haben dann immer erzählt, okay, Peru. Eine Tochter sagte sogar mal, ich musste erst mal nachgucken in der Karte, wo das überhaupt liegt. Und für Herrn Witte war dann wohl klar, es geht nach Peru. Und dann sind die dahin und dann ja, hatte er mal wieder, wie auch schon in Deutschland und in Jugoslawien und in Italien, eine junge Geliebte. Und das hat sich Frau Witte dann nicht mehr bieten lassen, hat gesagt, du, also wir sind in einem gewissen Alter und wir haben jetzt hier schon so viel durch in unserem Leben, das tue ich mir nicht mehr an. Und sie hat dann die Scheidung eingereicht, ist mit ihren Töchtern zurück nach Berlin gezogen, war also selbst, ich glaube nur, wenn ich mich richtig erinnere, knappe 6 Monate in Peru. Und der Vater Norbert Witte und der Sohn, damals 21, Marcel, sind in Peru geblieben. Und Herr Witte hat sich vor Ort in Peru Geld leihen müssen, weil der Zoll natürlich wahrscheinlich gewittert hat, oh cool, Greenhörner, die können wir jetzt mal richtig ausnehmen. Es wurden einige Container freigegeben, einige nicht. Und zwar auch so, dass nicht alle Teile für ein Fahrgeschäft da waren. Also sie konnten nicht sofort richtig starten und was aufbauen. Dann mussten sie Gebühren zahlen für die Container auf dem Zollhof. Denn durch die lange Lagerung und den Stillstand, die hohen Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit, waren Platinen und andere Teile angegriffen. Dann musste vielen Reparaturen gesteckt werden. Und dieses Geld, was sie sich geliehen haben, so sagte mir Herr Witte, habe er nicht geahnt, nicht gewusst, hat er sich geliehen bei der peruanischen Drogenmafia.
Und sie zeigten ihm dann, als es darum ging, das Geld zurückzubezahlen, wohl Fotos, Frau und Töchter in Berlin mit dem Kommentar, noch geht's ihm gut, und das soll ja wohl auch so bleiben. Und dann hat er sich, sagte er mir damals, erpressen lassen für die peruanische Drogenmafia, versteckt in seinem Fahrgeschäft fliegenden Teppich. Ich glaube, da haben wir auch. Oh, jetzt muss ich helfen, ne? Ich weiß ja selber nicht. In der PowerPoint, glaube ich. Ah, eben auf dem Foto mit der Achterbahn von Mack Rides, Spreeblitz, da war das im Hintergrund. Im Fahrgeschäft fliegenden Teppich, in diesem 10, 15 Meter hohen Mast, versteckt waren 181 Kilo Kokain versteckt. Und genau da ist es auch nochmal, da hinten der fliegende Teppich, in diesem Mast drin eingeschweißt, war das Kokain versteckt. Und das sollte er für die peruanische Drogenmafia von Peru nach Holland schmuggeln. Da geht es dann auch schon wieder mit den Zeitungsskandalen weiter. Also da liest es sich manchmal so, als hätte er sie geschmuggelt und wäre selbst der Dealer. Da klingt es so, als wäre das mehrfach passiert. Da klingt es so, oft schreiben sie auch, er sollte es nach Deutschland schmuggeln. Auch das stimmt nicht. Also er sollte es für sie schmuggeln von Peru nach Holland. Dazu kam es nicht. Einer der Komplizen war verdeckter Ermittler von einer peruanischen Drogenfahndung. Das heißt, das Ganze ist noch vor der Tat aufgeflogen, was ja eigentlich Glück für Herrn Witte war. Erstmal hatte er sowieso Glück im Unglück. Er hatte mehrere Herzinfarkte in Peru, stressbedingt, und lag im Sterben, ist ganz schnell nach Deutschland geflogen und sollte hier Herz oder wurde auch am Herzen operiert. Und zur Zeit der Festnahme war er, als das aufflog, dann in Berlin, ist am Kudamm festgenommen worden. Und der Sohn, 21 Jahre, auch noch auf dem Papier, Geschäftsführer der Fahrgeschäfte, auch vom fliegenden Teppich, ist in Peru festgenommen worden, ist da in Untersuchungshaft gekommen. Aber was Herrn Witte halt zugute kam, war, dass es nicht stattfand, der Deal. Das heißt, es war in Deutschland eine Anklage für Herrn Norbert Witte, Beihilfe zum versuchten Drogenschmuggel. Er ist sehr glimpflich davongekommen. Normalerweise bei Drogenschmuggel sagt man ja so grob ein Jahr pro Kilo Haft. Also ein Jahr Haft pro Kilo. Das wäre natürlich 181 Jahre nicht gegangen, also 15 Jahre Höchststrafe. Er hat ein Urteil bekommen von 8 Jahren, ist nach 4 Jahren wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. Und der Sohn Marcel hat 5 Jahre alleine in Untersuchungshaft gesessen in Peru, einem der härtesten Gefängnisse der Welt, und hat dann nochmal ein Urteil obendrauf bekommen. In Peru wird die U-Haft nicht anerkannt oder angerechnet. Er hat dann nochmal ein Urteil bekommen von 20 Jahren, sollte also insgesamt mit 21 Jahren ins Gefängnis gekommen, 25 Jahre, also mehr als er zur Zeit der Festnahme alt war, ins Gefängnis gehen. Und auch in Peru. Und da gibt es auch einen Dokumentarfilm drüber, der lief in der ARD, Quatsch, im ZDF und auf Arte. Gibt es mittlerweile, habe ich wohl gehört, auch auf YouTube, ist nicht ganz legal, aber solange es drin ist und keiner was macht, auf YouTube einfach mal eingeben. Achterbahn der Film. Und gibt es aber auch auf DVD, gibt es bei Amazon. Und da geht es nur am Rand ein bisschen um den Spreepark. Es geht tatsächlich mehr um die Familiengeschichte Witte in Peru. Man sieht die echte Familie Witte in Deutschland, in Peru, wie sie versuchen, ihren Bruder oder ihren Sohn aus dem Gefängnis zu bekommen. Marcel selber ist nur am Handy im Interview, den konnte man vor Ort so nicht interviewen. Man sieht aber heimlich gefilmt mit einer versteckten Kamera die Haftbedingungen. Von Überbelegung 5-mal so viele Insassen wie eigentlich mal geplant beim Bau. Da wird dann auch erzählt, ja, letzte Woche ist hier irgendwie ein Europäer und ein Amerikaner abgestochen worden. Ja, die Wärter, ja, das ist scheinbar normal. Familie Witt hat oft erzählt, man bezahlt auch wirklich für alles. Man zahlt für die Zelle, man zahlt für die Matratze, man zahlt fürs Essen, man zahlt für den Schutz. Jeder hat ein Handy, bekommt es regelmäßig von den Wärtern wieder abgenommen. Hintenrum kannst du es dann aber wieder kaufen, dass du es vom Wärter zurückbekommst mit Bestechungsgeldern. Also das war wohl eine richtig teure Sache, auch wohl für Familie Witte. Und das ist diese Geschichte, die auch noch mit reinspielt, weshalb Herr Witte natürlich große Bekanntheit hat, obwohl er weder Geschäftsführer war noch Eigentümer war. Das war Frau Pia Witte, war die Erbpachtnehmerin und die Gesellschafterin. Aber Herr Witte natürlich einfach dadurch
immer in der Presse war. Er war das Gesicht, ne? Also er war der Bekannte, er stand vorne. Er ist ja so auch eine Rampensau, will ich nicht sagen, immer, aber... Wenn ich von ihm berichten muss, weil er in einer Zeitung ist und ein Interview gibt, überlege ich immer, na, wie kündige ich ihn denn jetzt an? Neulich habe ich mal die Formulierung genommen, Spreepark-Legende, da habe ich gleich einen Shitstorm ausgelöst. Das ist ein Krimineller, wo ich mir dann immer denke, ja Leute, aber er saß im Gefängnis, er hat seine Strafe verbüßt, ja, also danach hat er eigentlich jeder eine neue Chance verdient. Ich weiß aber, was die Leute meinen und ja, aber ich fand Legende eigentlich ziemlich treffend. Er hat eigentlich auf dem Papier nichts mit dem Park zu tun, der war nicht mal angestellt. Als damaliger Ehemann der Eigentümerin war er natürlich vor Ort, hat da auch garantiert Entscheidungen mitgetroffen, aber offiziell ist er nichts. Und dann habe ich immer gedacht, naja, kann ja nicht schreiben, war der Mann, hat durfte auch mal was sagen. Also mir fehlt da so ein kurzer, knackiger Begriff, also falls jemand eine Idee hat, auch da gerne eine E-Mail schicken. Also ich habe mich damals für Spreepark-Legende entschieden, das sage ich aber auch nicht mehr, weil dann kriege ich wieder einen Shitstorm. Aber ich fand das ganz treffend, weil irgendwie, es wird immer von ihm geredet, obwohl er ja, eigentlich nicht so wirklich was damit zu tun hat. Wie kommt ein Schausteller, das reisende Gewerbe, also die wirklich ab Sommer überall woanders sind, auf die Idee zu sagen, so, wir bleiben jetzt hier, wir machen jetzt hier einen Freizeitpark. Die Europapark, ne, der hatte als Hersteller etwas fürs reisende Gewerbe, aber kommt nicht aus dem reisenden Gewerbe. Phantasialand eine ähnliche Geschichte, da waren Puppenspiele und anderes, aber was, weißt du, hast du da mal mit denen drüber gesprochen, wie die auf diese Idee gekommen sind? Oder nur, weil es das Größte war und Herr Witze sagte, ich mache jetzt hier das ja, Größte. Aber ist das so selten? Sind das nicht einige? Also ist nicht auch, also Thiemann, war der nicht Schausteller oder Schneider unten im Holiday Park oder Löwenthal, Götzke, so alle irgendwie Schausteller, oder? Müsste man mal in den Chat fragen, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja. Bei Frau Witte, für Frau Witte war es ja auch der, ja, waren Sie, kriege ich schon direkt als dicke Antwort. Schneller ging es gar nicht. also Frau Witte war es ja das Schlimmste, ne, was man ihr. Für Frau Witte war es am Anfang, glaube ich, hat sie mal gesagt, die Hölle auf Erden. Und ich fand dieses, ich hole mal ein bisschen mehr aus, ne? Ich fand dieses Interview mit Frau Witte für das Bonusmaterial war ein Traum. Ich habe mich so gefreut. Sie hat ein einziges Interview vorher gegeben, dem Tagesspiegel, und dann mir. Und dann hat sie auch gesagt, das ist jetzt das zweite in diesem Jahr und für immer. Also vorher gab es auch keins. Und sie sagt, das ist auch gleichzeitig das letzte. Sie wird nie wieder was dazu sagen. Und ich so, ja. Und wir kommen dahin, total hochmotiviert, langer Fragenzettel. Und dann sagt Frau Witte, du fragst aber nichts Politisches, ne? Doch. Nein, über Politik spricht sie nicht. Okay, dachte ich, dann ist jetzt die Hälfte meiner Fragen gestrichen. Ja, und über Peru reden wir auch nicht. Ich sage, Frau Witte, das geht nicht, es ist die andere Hälfte. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, komm, wir fangen einfach mal an und wir gucken mal, wenn sie keine Lust hat, sagt sie es auch und dann müssen wir es rausschneiden. Aber wir haben gar nichts rausgeschnitten. Sie hat auch hinterher gesagt, mach das genau so. Und du hast es gestern auch im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast das Gefühl, am Anfang war sie noch so ein bisschen, soll ich jetzt? Und dann ist sie so ein bisschen warm geworden. Sie kannte mich ja und sie wusste ja auch, dass ich eigentlich ihr nichts Böses will. Ich wollte ihr einfach mal die Bühne geben, ehrlich darüber zu sprechen, wie sie das damals empfunden hat. Und zu diesem Thema mit dem Kulturpark, also es ging ja schon los, die Mauer war offen und da waren Plätze frei und es ging dann dahin und da ist irgendwie was im Busch mit einer Ausschreibung, komm, wir gucken mal. Und da hat sie ja gleich geantwortet und hat gesagt, für sie die Hölle war ja schon, es geht in den Osten. Es war alles kaputt. Grau in Grau, hat sie damals gesagt. Und sie sagt, sie kam da in Ostberlin an. Sie sagt, für sie war das eine ganz andere Welt. Und dann hat sie sich ja mit dem Gedanken angefreundet. Und sie sagt auch in dem Dokumentarfilm Achterbahn, dass sie eigentlich ziemlich glücklich war. Die Kinder kamen ja auch langsam in so einem Alter, wo das mit dem Umziehen dauernd ja auch ein bisschen anstrengend geworden wäre. Und so war man halt wirklich an einem Platz. Und sie sagte in dem Film Achterbahn auch, dass sie das Gefühl hatte, zu Hause angekommen zu sein im Park. Und war ja auch ein tolles Zuhause, ne? Da beneiden wir sie ja, glaube ich, alle drum, so ein Freizeitpark vor der Tür. Und mittlerweile hatten sie auch ihren eigenen kleinen Zoo mit Lama, Kakadu, die kleinen Yorkshire Terrier. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich da schnell dran gewöhnt hat. In dem Interview, was wir mit ihr geführt haben, erzählt sie aber auch, wie sie alle ihre Mitarbeiter dann am Tag vor der Neueröffnung alle schon nach Hause geschickt hat
Und dann, als alle weg waren, ist sie auf die Idee gekommen, hat hier auch mal irgendjemand diese alten DDR-Toiletten sich mal angeguckt, ist sie da reingegangen und hat gesagt, dachte, sie kriegt einen Knall. Und dann hat sie, glaube ich, mit ihrer Schwiegermutter, hat sie gesagt, ne? Dann hat sie, Ich glaube ich, glaube mal ja. Nee, ihre oder Mutter, Schwiegermutter. Ich die glaube nicht. Mutter. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich Also. weiß es auch nicht mehr. Also entweder mit ihrer Mutter oder mit seiner Mutter hat sie denn die halbe Nacht auf die alten DDR-Toilettenbaracken geschrubbt, weil sie gesagt hat, das ging gar nicht. Die hat irgendwie von der Kirmeszeit keiner mehr am Ende richtig sauber gemacht. Jetzt Und, ja. haben wir über Familie Witte gesprochen. Jetzt haben wir ja auch, ne, das Insolvenz, das Ganze gegangen. Dann hattest du eben kurz erwähnt, dass der Park wieder an Frau Witte, weil sie war ja die Gesellschafterin, das haben wir ja gelernt, zurückgegangen ist. Wie Genau. muss man sich das, also nach dem Insolvenzverfahren quasi, Abschluss des Insolvenzverfahrens? Da würde ich, wenn ich darf, auch noch einen kleinen Sprung zurück machen. Ich habe Ja. jetzt erzählt, was Familie Witte gemacht hat, aber parallel ist ja auch was im Spreepark passiert. Es haben sich Interessenten gemeldet und haben gesagt, sie würden gerne diesen Park übernehmen. Ist ja auch irgendwie komisch, dass in diesem Insolvenzverfahren, wir können uns alle erinnern, Schlecker ging in die Insolvenz, also am Anfang lief das Geschäft. Das ist ja in vielen Firmen, ja, wenn die Insolvenz angemeldet wird, wird es vom Insolvenzverwalter verwaltet, aber das Geschäft kommt ja nicht komplett zum Erliegen. Hier war es komischerweise anders, also man hat wirklich sofort den Betrieb eingestellt. Dann haben ja alle gesagt, naja, nach ein paar Wochen wird sich das Insolvenzverfahren erledigt haben, weil es ist ja gar nichts da, also was das Insolvenzverfahren bezahlen kann. Normalerweise wird so ein Verfahren dann mangels Masse eingestellt Ja. und dann hätte man nach 6 Wochen oder so gedacht, kriegt Frau Witte das Grundstück sofort zurück und dann ist das Ganze schuldenfrei und dann kann man einen neuen Investor suchen oder selber neu starten, was auch immer. Ja. Also kam es nicht. Der Steuerzahler hat das Insolvenzverfahren bezahlt. Müsst ihr mal probieren, wenn ihr insolvent geht, ob der Steuerzahler euer Insolvenzverfahren bezahlt. Und das hat der Steuerzahler ziemlich lange gemacht. Das Schöne daran war ja auch, dass nicht nur das Insolvenzverfahren bezahlt wurde. Ach so, keine Werte muss man vielleicht auch noch erklären. Ich sage das gerade einfach so schnell. Die Sachen, die da standen, die Fahrgeschäfte, gehörten ja den Banken. Ja, also das Grundstück gehört dem Land Berlin, war nur gepachtet. Das, was da draufsteht, gehört zum größten Teil der Deutschen Bank, dem Hauptgläubiger. Also es war einfach kein Wert da. Und man hat dann ja nicht nur den Insolvenzverwalter, das Insolvenzverfahren bezahlt, sondern man haftet ja auch für so ein Grundstück. Also man haftet für Einbrecher, immer schön aufräumen, ne? Das heißt, es musste ein Wachschutz her, es mussten die kaputten Zäune, die aufgebrochen wurden, immer wieder zugemacht werden. Es wurde im Winter Schnee geräumt auf Kosten des Steuerzahlers, damit der Einbrecher nicht ausrutscht und den Betreiber des Parks verklagt. Es wurde für Einbrecher gestreut, es wurde für Einbrecher der Rasen gemäht, dass die halt auch in dem Unkraut nicht irgendwo über irgendwas stolpern, sondern dass sie es sehen. Also der Steuerfahrer hat da rund 200.000 Euro im Jahr bezahlt für einen geschlossenen Freizeitpark. Und der wurde zu der Zeit toll bewacht, dreimal am Tag eine halbe Stunde. Damals gab es noch kein Facebook, sondern Internetforen und da haben sich so Lost Place-Fans, Freizeitpark-Fans, aber auch einfach Leute, die einbrechen wollten, immer schön informiert. Also von 8 bis 8:30 Uhr, 12 bis 12:30 Uhr, 18 bis 18:30 Uhr ist der Wachschutz. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Also es wurde wirklich jedes Kupferkabel geklaut, was irgendwie zu holen war. Die Imbissbuden wurden geplündert. Also am Ende standen noch die Eckpfosten und das Dach. Tresen waren weg, Jalousien waren weg, Dönerspieße, Friteusen waren sofort weg, Geschirr wurde sofort geklaut. Ein Autoscooter ist abhanden gekommen. Ich meine nicht ein Auto, ich meine das komplette Fahrgeschäft. Boden, Netz, Technik, Autos, Mitarbeiterhäuschen, alles weg. Aber gut, jeder Schausteller könnte über Nacht einen Autoscooter abbauen. Also, das ist ja, wenn du weißt, dass von 8:30 Uhr bis 8 Uhr keiner da ist, kann jeder da rein mit dem LKW an den Zaun ranfahren, abbauen, klauen, weg. Ich wollte gerade sagen, die haben die LKWs aber meistens neben dem Autoscooter stehen und müssen nicht noch quer über die Wiese. Da kannst du übrigens gerade, ich habe ja die Reportage, ich habe einen Vorsprung, ich habe diese Reportage von ihm gesehen, die Doku. Kannst du was zu diesem tollen Boot erzählen? Ist eine ehemalige Attraktion, das Schwanenboot. Ich fand, wo ich das, also kannst du ja erstmal was zum Schwanenboot erzählen und dann mal zu dieser Story. Ich fand die Ich genial. musste gerade kurz, ich stand kurz auf der Leitung, ich weiß nicht, ob man es mir angesehen hat, ich musste kurz überlegen, das
Boot und dann die Überflutung gesehen. Ja, ich hätte es mir vielleicht auch mal angucken müssen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Okay, wie war denn das? Es gab im Spreepark zwei Kanalfahrten. Einmal diese roten Boote, die über ein Seilsystem, über so Räder im Wasser um das Riesenrad gezogen wurden. Und dann gab es die Schwanenboote mit Strömungen, die durch den Kanal getrieben wurden. Und es ging eigentlich los, dass Frau Witte vorne am Eingang im Lost Place so ein kleines Café betrieben hat, weil die Leute bei der Führung hatten hinterher Durst oder Hunger. Und entweder im Sommer wollten sie was Kaltes, im Winter was Warmes. Und dann haben wir halt gesagt, warum nicht? Und dann hat Frau Witte gesagt, komm, wir machen vorne ein kleines Café auf. Hier sieht man zum Beispiel die roten Boote, die über die Seile gezogen worden sind. Mittlerweile wächst da Schilf aus dem Fußraum. Sind das die Boote, die dafür gemacht worden sind, damit die Leute nicht mehr aus dem Riesenradraum unterspringen? Ja, die Boote nicht, aber man hat gesagt, Wasser rund ums Riesenrad wäre schön, damit kein Suizid... Am ersten Tag Spreepark unter dem neuen Namen gab es einen Suizid aus dem Riesenrad. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich glaube, ich hätte sofort gesagt, komm, wir machen wieder zu, ich gehe nach Hause. Also, das ist kein gutes Zeichen, oder? Also, nein, das ist kein gutes Zeichen. Und das Wasser war nicht tief. Also man hätte es wahrscheinlich auch nicht überlebt. Aber man hatte damit ein Zeichen setzen wollen, man könnte es eventuell überleben, damit es keine Nachahmer mehr gibt. Das haben sie mir damals mal erzählt. Deswegen haben sie das Wasser rund ums Riesenrad sofort mitgemacht, als der Architekt das auch dann vorschlug. Das sind die Schwanenboote, da wächst mittlerweile auch eine Menge draus. Und wir wollten einen so ein Schwanenboot, was da also neben der Kanalfahrt mittlerweile stand, nach vorne tragen zu diesem Café, damit die Leute da drin sitzen können. Da standen schon andere Karussellteile. Die Hütchenautos, die konnte man schieben, war wunderbar, die hatten Reifen. Ja, wobei, die waren auch ein bisschen platt, also es war nicht so einfach. Aber dieses Schwanenboot... Keine Batterie dabei. Ich sowieso nicht. Wenn der Herr ja, komisch, ne? Frau Witte ist doch Schaustellerin. Warum hat die denn keine Batterie oder eine Autobatterie, LKW-Batterie dabei, jetzt wo du es sagst? Ja. Wir waren, wie viel waren wir denn? Der Wachschutz, mein Team, ich glaube, wir waren 6. Ich war eigentlich der Meinung 8. 6 oder 8 Leute. Das war auf jeden Fall eine gerade Zahl. Und dann haben wir versucht, dieses Schwanenboot hochzuheben. Wir haben gesagt, ja, so Tütchenauto und die anderen Sachen, die reichen schon. Das ist okay. Das Schwanenboot ist nicht so wichtig. Zum Schwan, danke. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. Kein Problem. Eines Morgens kommen wir da lang und irgendwie, es war uns komisch. Ich habe gesagt, da fehlt doch ein Schwan. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Der Einbrecher kann... Wir waren zu 8 oder zu 6. Wir haben uns erstmal selber eingeredet, das geht gar nicht, das kann nicht sein. Wir waren echt traurig, wir waren kurz auf dem Bein, dass wir so schwach sind. Und dann haben wir aber schnell, wir haben uns so einen Überblick verschafft. Ich habe dann gesagt, ach guck mal, der Einbrecher, der hat geschummelt. Der Einbrecher hat geschoben. Da war dann also die Schleifspuren im Boden von der Dino-Wiese runter über den Fußweg nochmal durchs Gebüsch. Dann haben die da so ein altes Zaunfenster von diesem, der Zaun war noch von 1969, von diesem DDR-Zaun weggerammt. Dahinter ist ja dieser öffentliche Fußweg, was ich ja vorhin erzählte, mit Fähre und viele Passanten und so. Über den Fußweg drüber und haben ihn in die Spree geschubst, dieses Boot. Heißt, es war weg. Ich habe ja dann bei der Führung immer so gesagt, naja, waren wahrscheinlich Tierschützer, ne? Schwäne im Wasser. Genau, Feier für den Schwan. Genau. Und das Boot war tatsächlich weg und ich kann mich nicht mehr erinnern, bis wohin es gekommen ist. Es war auf alle Fälle sehr, sehr weit. Wir haben manchmal gedacht, das war eine Weltreise. Der ist einmal um die Erde und dann ist er irgendwo am Biergarten in Brandenburg oder so wieder gelandet. Und die Dame hat dann wirklich recherchiert, die das Ding am Steg hatte, war wirklich eine Wirtsfrau von so einem Biergarten. Die hat dann recherchiert, wo kommt dieses Schwanenboot her? Und die hat dann wirklich angerufen. Und dann ist, ich glaube, Herr Witte damals mit seinem Anhänger runtergefahren, hat den Schwan zurückgeholt. Und wir haben dann gesagt, naja, die Geschichte ist schon cool, die müssen wir den Leuten erzählen, damit wirklich jeder diesen Schwan sehen kann, auch Leute, die nicht zur Führung gehen, haben wir ihn wie auf so ein Podest, wie einem Museum gestellt, auf ein Dach vom alten Westerndorf, damit die Leute von außen auch und auch wenn sie mit der Parkbahn eine Runde rumdrehen, die fuhr ja dann mittlerweile auch alle halbe Stunde durch den Lost Place, dass die diesen besonderen Schwan sehen können. Ja. Ja, das war eine interessante Geschichte. Übrigens die und noch viel mehr findet ihr wirklich alle in dieser Doku. Nur die ist mir so auch im Kopf geblieben. Der Matthias aus dem Chat hat gefragt, war das der einzige echte Freizeitpark in der DDR damals? Der
Kulturpark? In der DDR war es ein Rummel- oder Vergnügungspark, nicht in dem Sinne so ein typischer Freizeitpark, wie wir ihn kennen. Und nach der Wende war er der einzige Freizeitpark in den neuen Bundesländern, auch bis zur Schließung, weil Belantes hat erst 2006, glaube ich, aufgemacht. Und Plon gab es schon, war ja aber mehr so ein Märchendorf ab den 90ern. Und so richtig Freizeitpark ja, glaube ich, auch erst so nach der Spreeparkschließung. Okay, dann gibt es diese hängende Geisterbahn. Die ist ja nie in Betrieb genommen. Das fragt der Björn auch aus dem Chat. Genau, da sieht man sie. Fand ich auch sehr faszinierend, weil ich diese Technik so erst noch gar nicht gesehen habe. Gucken wir die Folie. Danke, Patrick. Ja, Patrick in der Regie, perfekt. Ein Stichwort und er hat das sofort aus einer 61-seitigen Präsentation, findet er das raus. Also bitte, da kann man schon. Wenn er nächste Woche nicht mehr da ist, habe ich ihn für die Spreepark-Fanseite abgeworben. Nein, das geht nicht. Was sollte denn aus dieser hängenden Geisterbahn werden? Ist also auch aus Mirapolis gebraucht eingekauft, hatte also auch ein französisches Bedienpult. Damals war das in so einer riesigen. Einer riesigen Riesenstatue. Das war also ein sitzender Riese und innen drin war dieses Gondelsystem. Ich würde das jetzt mal vergleichen mit der Geisterbahn im Europapark, nur dass es hier halt hängende Gondeln waren. Und durch das Fahren der Gondeln und das Aufleuchten der Kulisse, die man leider im Spreepark gar nicht erst gebaut hat, dazu ist es nicht mehr gekommen, wäre es halt auch eine Geisterbahn geworden. Es sollte ein Geisterschloss werden. Man hat das gekauft, gebraucht. 10 Millionen D-Mark war die Anschaffung damals. Hat man aufgebaut. Es gab wohl auch einen Testfahrt für den TÜV. Es ist also mal gefahren, aber nie wirklich. Und dann ab 1993, deswegen finde ich es auch persönlich so wahnsinnig faszinierend. Ab 1993 ist das schon zugewuchert. Also das ist schon angefangen zugewuchert zu sein. Da war der Park noch offen. Mhm. Und das ist auch riesengroß. Das kann man auf Fotos immer nur schwer erkennen. Das war bestimmt 10, 15 Meter hoch, wenn nicht noch höher. Auch sehr, sehr breit, also ein riesiger Koloss stand da im hinteren Teil, kurz vom Eierhäuschen, also außerhalb des zugänglichen Spreeparks. Ich habe ja erzählt, 28,5 Hektar, davon 2/3 eingezäunt, davon wiederum waren nur 2/3 fertig. Das heißt, in einem eingezäunten Bereich, der aber auch noch nicht fertig war. Rund ums Eierhäuschen, direkt kurz hinter diesem Geisterschloss, sollte ja noch ein Mountain Rafting gebaut werden. Und so weiter und so weiter. Also das ist dieser ganze Teil, der leider nie eröffnet wurde. Die ersten Jahre Spreepark fuhr tatsächlich die Parkbahn auch hinten noch an diesem Geisterschloss und an dieser Fläche, wo auch das Mountain Rafting hin sollte, dran vorbei. Und dann so ab Mitte der 90er, wo man dann gemerkt hat, nee, also Leute, das wird da hinten nichts mehr, hat man dann auch gesagt, warum lässt man die Leute hier eigentlich schon seit Jahren an einer riesen Baustelle vorbeifahren? Da passiert nichts. Also hat man die Schienen rausgenommen, vorne neu verlegt und hat die Bahnfahrt dann 10 Minuten abgekürzt. Wir haben einen Parkplan. Dann lass uns den mal anschauen. Da können wir so ein bisschen gucken, wo das ungefähr war. Das sieht man in dem Plan tatsächlich gar nicht. Also da rechts vom Riesenrad sieht man das Zirkuszelt. Mhm. Und dann ist da runter, da ist die Achterbahn, da ist die Riesenrutsche und dann kommt da unten die Schiene der Parkbahn. Also das ist schon die neu verlegte Parkbahn. Das ist die Parkbahn abgekürzt. Und da den Weg runter, da geht es zum Geisterschloss, zur Montagehalle, zum geplanten Rafting, zum Eierhäuschen. Also da geht es nochmal runter. Dann fragt Tobias Ruig, was war deine Lieblingsattraktion? Jetzt haben wir den Parkplan, jetzt kannst du nochmal, jetzt ist er wieder weg, aber was waren da deine Lieblings? Bei dem Parkplan, also ich will es nochmal sagen, ne? Also ich finde, der Park war schon ordentlich, ne? Also der hat schon wirklich was geboten. Ja. Und das ist schwer. Also wenn man so Interviews von mir wahrscheinlich recherchiert, ich erzähle wahrscheinlich bei jeder Zeitung ein anderes Lieblingsfahrgeschäft. Deswegen, ich würde mich mal auf so meine Top 3 beschränken. Also meine Lieblingsachterbahn war der Spreeblitz mit dem Drachenmaul, dieser Mack Ride Powered Coaster. Mhm. Und meine Lieblingskarussells, ja, da schwank ich. Kaffeetassen, auch von Mack Rides. Morgens und abends. Genau, ich sagen alle. Alle sagen, sie sind da morgens und abends mitgefahren. Ich glaube, mittags war das Ding zu, da war kein Mensch. Es stand halt auch direkt am Ein- und Ausgang. Da sehen wir das Drachenmaul einmal. Fand ich den fliehenden Teppich richtig toll. Und
Ja, auch den Schmetterlingsrundflug. Das war noch aus DDR-Zeiten übrig, so ein Twister. Und da war ich neulich ganz happy. Den habe ich auf der Kirmes in Neuruppin gefunden bei einem Auftritt von uns. Und da habe ich dann hinterher zu meiner Hopsi gesagt: Komm, wir fahren jetzt mal eine Runde Butterfly. Und das sah so süß aus, sagte sie. Dann geht ja aber dieser Arm von dem Twister hoch und dann dreht es sich nicht nur, sondern dann fliegst du auch noch. Sie war hinterher fix und fertig. Aber ich habe mich gefreut, ich habe mich wieder ein bisschen gefühlt wie zu Hause im Spreepark. Meine Frage, wir hatten ja eben, was ich nicht ganz verstanden hatte, wir hatten ja eben, du hast ja eben gesagt, es waren Investoren da. Dabei sind wir eben noch mal ein bisschen abgedriftet von der Zeit. Ja. Da sieht man übrigens, glaube ich, den du meintest, ne? Genau. Ja, wir sind da ein bisschen abgedriftet von der Zeit. Es waren Investoren da. Also der Park war ja, du hast ja gesagt, ich habe 8 Jahre später das Riesenrad benutzt. Also man hätte vielleicht ein bisschen Elektrik und so ein bisschen einbauen müssen und dann hätte man auch ein paar Sachen wieder reusen können. Und man sieht es ja auch noch einiges da. Ist ja noch nicht alles verrostet. Aber kein Investor ist mit der Stadt einig geworden, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich hätte gleich den ersten genommen, muss ich sagen. Herr Rolf Schmidt, mittlerweile leider verstorben. Herr Rolf Schmidt ist so gleich an das Land Berlin herangetreten. Der wollte den Park gleich nach dem Winter wieder aufmachen. Die Berliner, die Besucher hätten gar nicht gemerkt, dass der Park überhaupt zugemacht hat. Er wollte eigene Fahrgeschäfte reinstellen. Er wollte Stück für Stück investieren, modernisieren. Er wollte 30 Millionen Euro zu der Zeit schon Eigenkapital einbringen. Und das Land Berlin hatte scheinbar bessere Angebote, hat das also dankend abgelehnt. Er hat nach ein paar Monaten Verhandlungen gesagt, also das hat er nicht nötig. Also er ist noch nie so behandelt worden, dass er so lange betteln muss, um hier 30 Millionen auszugeben. Er ist dann gegangen. Und dann, ich sage immer, also gefühlt, ich habe ja in den 8 Jahren, 8 Jahren, 6 Jahren, in den Jahren, wo ich da war, auch einige Investoren kommen und gehen sehen. Ich sage immer, ich habe eigentlich, es war immer einer da. Die haben sich gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben. Wenn der eine raus ist, ist sofort der nächste in die Verhandlung rein. Und es waren alle da. Tivoli Dänemark wollte den Park übernehmen. Grevin war da, die haben ja dann das Fort Fun im Sauerland gekauft. Plopsa war da, die haben dann auch aufgegeben, sind nach Rheinland-Pfalz, haben den Holiday Park übernommen. Jetzt haben sie in der Nähe von Berlin in Polen das Maya Land aufgemacht. Immer wenn ich die Werbung sehe, ich war leider noch nie da, denke ich, oh, das hätten wir alles haben können. Ja, es gab natürlich auch, ich sage es mal ganz vorsichtig, eher unrealistischere Investorengruppen, die wollten dann UFO-Landeplatz hinbauen. Das ist kein Witz, das ist leider ernst. Oder irgendwie Studenten wollten da ein Ökodorf hinbauen, was natürlich machbar gewesen wäre, aber nicht, wenn man 15 Millionen Euro Altschulden übernehmen muss. Und ja, die Politik hat immer gesagt, Okay. ja, eine Lösung für einen Freizeitpark, es soll ein Freizeitpark werden. Wir tun wirklich alles dafür. Also liebe Berliner, wir versuchen, dass der Freizeitpark wieder da hinkommt und wir geben Nein. nicht auf, es soll ein Freizeitpark werden. Und dann gab es eine Zwangsversteigerung. Das Land Berlin hat, als wir da angefangen haben, mit Führungen, mit Café, mit Parkbahn, mit Events, Sommertheater, jeden Tag ausverkauft, Spuk unterm Riesenrad am Originaldrehort und Open-Air-Kino und Crossgolf und Kletterparcours. Und das war richtig, das war auf einmal ein Eventpark. Ich glaube, das war so 2009, 2010 oder war das sogar erst 2011? Ist auch wurscht, es lief auf alle Fälle, da war richtig was los. Und auf einmal hat das Land Berlin gemerkt, das Finanzamt Treptow-Köpenick, Mensch, da ist ja noch eine Rechnung von 2001 offen, da müssen wir eine Zwangsversteigerung beantragen. Und was nichts damit zu tun hatte, dass man dem Aufwind jetzt irgendwie wieder Steine in den Weg legen wollte. Es war zeitlich wie immer reiner Zufall. Und diese Zwangsversteigerung hat natürlich für Interesse gesorgt. In der Presse hieß es auf einmal, ey, wollen Sie sich nicht im Freizeitpark ersteigern? Sie haben jetzt die Chance dazu. Und dann wurde natürlich auch gefragt, will das Land Berlin mitbieten? Und Berlin hat gesagt, nein, nein, sie bieten doch nicht mit. Und dann gab es diese Zwangsversteigerung. Das war, glaube ich, der 3. Juli 2013. Und wir waren ja mit im Amtsgericht Treptow-Köpenick, haben live vor Ort getwittert. Und es war schon spannend. Also das würde ich ein Krimi nennen. Das nicht Nacht- und Nebelflucht war ein Krimi, sondern das war ein Krimi. Das erste Gebot kam, wer möchte raten, vom Land Berlin, richtig? Nicht direkt dem Land Berlin, sondern dem Liegenschaftsfonds. Das ist quasi der Immobilienmakler vom Land Berlin. Mittlerweile nennen die sich Berliner Immobilienmanagement. Und die, die nicht mitbieten wollten, haben nicht nur das erste Gebot abgegeben, sondern 50% aller Gebote. Es gab 66 Gebote, 33 davon vom Liegenschaftsfonds fürs Land Berlin.
Da gab es dann schon Leute, die kommentiert haben bei unserem Twitter-Marathon, dieses berühmte Zitat abgewandelt haben: Niemand hat die Absicht, einen Freizeitpark zu ersteigern. Und ich fühlte mich auch ein bisschen veräppelt. Und es gab aber blöderweise fürs Land Berlin Gegenbieter. Und der hat auch nicht locker gelassen. Der hatte Geld, der wollte den Park haben und der wollte auch glatt einen Freizeitpark machen. Und der Liegenschaftsfonds hatte keine finanziellen Möglichkeiten mehr weiterzubieten. Es gab da wohl irgendwie so eine Grenze, wo man den Senat um Erlaubnis hätte fragen müssen. Es war aber Sommerpause, der Senat war gar nicht da. Und ja, dem Finanzamt Treptow-Köpenick schoss in dem Moment, wo das Land Berlin nicht weiter mitbieten konnte und der andere ja dann eigentlich den Zuschlag bekommen hätte, weil er ja das höchste Gebot hat, Ja. da ist dem Finanzamt Treptow-Köpenick aufgefallen: Ah, wir würden uns gerne noch mal ein paar Gedanken machen und ja, und auch das Wetter ist ja auch so schön und wir sitzen schon so lange hier. Wir haben ja den Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt, wir dürfen ihn auch abbrechen, wir würden dann an der Stelle mal abbrechen. Okay, ist ja ein Ding. Ja, also das eine Abteilung Land Berlin kann nicht mehr weiter mitbieten, die andere Abteilung bricht auf einmal ab. Haben die sich das Ding jetzt gegenseitig zugeschoben? Nein, hat man in der Presse gesagt, hat man nicht. Das wäre ja verboten, das wäre ja Absprache. Es war halt zeitlich ein reiner Zufall, dass das jetzt gerade zum selben Zeitpunkt passiert ist. Und normalerweise hätte diese Zwangsversteigerung innerhalb von 6 Monaten wiederholt werden müssen. Müssen, weil wurde nicht. Wir haben uns schon gewundert, weil dann fängt halt so ein Verfahren wieder ganz von vorne an. Da muss wieder ein Gutachter kommen, dann vergehen wieder Jahre, bis so ein Termin stattfindet. Aber hinter den Kulissen, was auch ich nicht mitbekommen habe, Frau Witte hat da wirklich dicht gehalten, hinter den Kulissen haben Frau Witte, das Land Berlin und die Banken sich geeinigt. Der Kaufpreis ist bis heute leider unbekannt. Also vom Land Berlin, tippe ich, wird sehr viel Geld an die Banken geflossen sein. Und seit 2016 frage ich, wie hoch der Preis war. Keine Antwort. Und das Land Berlin hat den Park gekauft. Und dann haben natürlich alle gedacht: Mensch, jetzt kann das Land Berlin die Politik ihr Versprechen ja einhalten. Es soll ja ein Freizeitpark werden. Und ich habe übrigens einen Teil deiner Frage gerade übersprungen. 2008 ist das Insolvenzverfahren eingestellt worden. Und wenn so ein Insolvenzverfahren eingestellt wird, kriegt die Eigentümerin, wenn das nicht veräußert werden konnte, das halt wieder zurück. Das heißt, von 2008 bis 14 war Frau Witte wieder zuständig. Musste den Wachschutz beschäftigen, Ja. musste quasi die Verkehrssicherung finanzieren, damit dem Einbrecher nichts passiert, musste das verwalten. Es ist wieder jährlichen Erbpachtzins aufgelaufen. Und mit Also diesem Rückbau das Gleiche von vorne, ohne Einnahmen. quasi. Und mit diesem Deal, so tippe ich, ist ja alles hinter verschlossenen Türen und geheim, tippe ich, wird sie vom Land Berlin wahrscheinlich diese neuen Schulden Erbpachtzins erlassen bekommen haben. Und ja, das Land Berlin wird einen ordentlichen Batzen an die Deutsche Bank gezahlt haben, die ja dann noch 15 Millionen Euro kriegen wollten. Also vielleicht nicht die kompletten 15 Millionen. Ich tippe, ich denke mal so 10 Millionchen werden sie gewesen sein. Und ja, jetzt ist das Land Berlin wieder alleiniger Eigentümer und die Leute sind ein bisschen grantig. Ich habe sofort gemerkt, die Stimmung auf der Facebook-Fanseite ist ein bisschen gekippt. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wer noch nicht Fan ist, gerne mal folgen. Wir haben mehr Follower auf der Fanseite eines geschlossenen Freizeitparks als manch offener Park. Der Filmpark Babelsberg war jahrelang sauer auf uns. Ihr könnt ja beide liken, Spreepark und Filmpark, dann sind die nur halb traurig. Die Stimmung ist gekippt, weil Berlin hat recht schnell kommuniziert, es wird kein Freizeitpark mehr. Es gab dann den ersten Bürgerdialog, die Landeseigentümer in Berlin GmbH, die so Naturparks betreibt, Britzer Garten, die ehemalige IGA, Garten der Welt, den ehemaligen Tempelhofer Flughafen, die ist jetzt auch Betreiber vom Spreepark und macht daraus jetzt einen Kunst-, Kultur- und Naturpark. Und dann muss ich den Leuten wieder erklären: Nein, es wird kein Freizeitpark. Wir können an der Stelle gerne hier die Präsentation, die ist eingeblendet, wir können die gerne weiterblättern. Auf den nächsten Seiten sieht man so ein bisschen, wie das abläuft. Also beim ersten Bürgerdialog durfte jeder Bürger was auf die Karte schreiben und an die Wand pinnen. Das Ja. wurde auch dokumentiert in einem PDF, was man sich lange Zeit runterladen konnte, aber ich glaube, gelesen hat es keiner, weil da stand auch ganz oft, wie wäre es eigentlich mit dem Freizeitpark? Also, Ja. okay, das Riesenrad ist jetzt aber abgebaut. Genau, da hat man noch andere Themen. Was sollen die Besucher da machen? Was wird ihnen geboten?
Und dann, was haben wir als nächstes? Genau, dann wurde das auch nochmal auf sowas gesteckt. Naja, ich sag mal, das soll 70 Millionen kosten bis zur Neueröffnung. Irgendwo muss das Geld ja hin. Ne? Da gab es noch eine Bodenschautafel, da kommen noch ein paar neue Wege rein. Das war damals noch die Idee mit der Verbreiterung des Dammwegs, wo sie die Straße durch den Wald breiter machen wollten mit Parkhaus. Die Idee hat sich erledigt. Dann haben sie gesagt, okay, es wird ein Kunst- und Kulturpark. Das heißt, man schafft zum Beispiel eine Lichtung, wo man dann Performance tanzen kann, wie da auf dem Bild. Oder man könnte Klangkunst machen. Oder man könnte die Parkbahn verspiegeln und als rollende Alufolie, als Pendelverkehr durch den Park fahren lassen. Man will Pavillone schaffen. In diesen Pavillonen kann man dann Künstlern bei der Arbeit zugucken, tanzen, Musik machen, töpfern, bildhauen, Rohre biegen, alle möglichen Formen von Kunst und Kultur. Das ist die alte Wildwasserbahn. Da will man die Kanäle umbauen zu einem Fußweg, den Berg runter mit Treppen oder Rutsche. Kann man sich dann wohl aussuchen. Das sind alles Entwürfe, Ideen, die gerade diskutiert werden. Man diskutiert ja, wie gesagt, 10 Jahre. Auch die Achterbahn soll ein Fußweg werden, wo man dann zu Fuß durchs Drachenmaul laufen kann. Dann gab es die tolle Idee, vielleicht auch ein bisschen versetzt mal mit einer Glasscheibe, dass man das nochmal sieht. Unten sieht man hier auf dem Bild auch eine Schaukel vielleicht, dass man auch ein bisschen schaukeln kann. Wie wäre es mit VR? Dann kann man noch eine VR-Brille machen, die aussieht wie so ein Drachenmaul, rennt jeder mit so einem Drachenmaul vor dem Gesicht rum. Man will dann vielleicht sogar den Film zeigen von der Fahrt. Also wenn dann da jemand mit so einem Drachenkopf im Gesicht 45 km/h über den Fußweg rennt, kommt er sich vor, wie wenn er nochmal Spreeblitz fährt. Und auch hier die Schwanfahrt will man zum Kanalwalk machen. Also man soll da sehr viel zu Fuß machen und Kunst und Kultur am Wegesrand erleben. Man möchte ein gewisses Grundrauschen, sagt man immer, erzeugen. Das ist die Idee fürs Riesenrad. Das finde ich toll. Da wird man dann hypnotisiert und sagt man dann, oh ja, die Pläne von Grün Berlin sind richtig toll. Das ist eine Idee. Oder der andere Vorschlag fürs Riesenrad, vielleicht nur jede zweite, dritte Gondel rein und dazwischen einfach so ein Pin. Luftballon. Es gibt also verschiedene Ideen fürs Riesenrad. Mal gucken, was es am Ende wird. Es soll das einzige Fahrgeschäft sein, was wieder so in Betrieb genommen wird wie vorher. Alle anderen Fahrgeschäfte sind ja schon längst abgerissen, außer die beiden, die da als Kulisse stehen bleiben sollen. Die drei Kaffeetassen auch. Alles Mack-Rides, ne? Ja, Achterbahn, Wildwasserbahn. Mack-Rides hat wahrscheinlich ein paar Millionchen dazugeschossen und hat gesagt, lass mal die Mack-Rides stehen, dass man in 100 Jahren noch sehen kann, die halten. Nein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Zufall. Und die Parkbahn, wenn überhaupt als Pendelverkehr auf der Spreeseite, keine Rundfahrt mehr. Warum, kann mir auch keiner erklären. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, die Leute haben Spaß. Und ich bin ein bisschen, ja, weil ich finde es schade, eine über 100-jährige Tradition so abzuwürgen. Wenn Berlin sich Mühe geben würde, Kunst und Kultur braucht Platz in der Stadt. Es gibt viel zu wenig Platz dafür. Wenn das Land Berlin sich aber Mühe geben würde, könnte man das garantiert an anderer Stelle und dann könnte man an diese Tradition wieder anknüpfen. Das, was man den Leuten 13 Jahre auch versprochen hat. Deswegen ärgert es mich. Ich bin trotzdem ein Fan von Grün Berlin. Die haben auch nicht entschieden, was da hinkommt. Die sind nur die, die diesen Park jetzt betreiben. Also die können nichts dafür. Grün Berlin ist mir sehr sympathisch, macht tolle Parks. Die haben aus einem alten Bahngelände einen schönen Park gemacht mit Theater und Restaurant und Lokschuppen, mit schönen Fußwegen, Kunst und Kultur. Wirklich ein toller Park. Und der wird bestimmt auch toll. Nur manche Sachen finde ich ein bisschen komisch und ich finde, wenn da 70 Millionen Euro, 70 Millionen Steuergelder draufgehen, darf man auch mal ein bisschen kritisch sein, viele Sachen hinterfragen, ein Auge drauf haben. 1969 wurde dann zum 40-jährigen DDR-Gründungsjubiläum das Riesenrad ausgetauscht. Seitdem steht dieses, was man heute noch kennt. Es ist jetzt 45 Meter hoch, hat 40 Gondeln, ist vom Hersteller Vekoma und wiegt insgesamt 220 Tonnen. Der Abbau sollte nun so schnell wie möglich und auch bewusst zu dieser Jahreszeit erfolgen, bevor im Frühjahr die Vögel brüten. Ja, da geben wir mal die Hoffnung nicht auf, dass das doch wieder aufgebaut wird und nicht einfach nur der letzte Abriss war und der letzte Abbau war, Na, ich sondern glaube dass auch. es wirklich noch passiert. Sie sagen, Sie haben verstanden, dass es den Leuten am Herz liegt. Ich glaube das sehr. Ich musste gerade lachen, weil das war meine erste Lockdown-Frisur. Sah furchtbar aus, ne? Ich wollte mal ein bisschen jung und fresh sein. Mittlerweile sieht es wieder einigermaßen normal aus. Ja, also es ist jetzt ein ziemlich straffer Zeitplan. 2022, nächstes Jahr, macht das alte Eierhäuschen auf. Eine alte denkmalgeschützte Gaststätte, die leider seit den 80ern nicht mehr genutzt wurde, in der DDR nur noch als Lager für die DEFA-Studios.
Dann sollte der Spreepark es retten. Es wurde beides zusammen an die Spreepark GmbH gegeben, Spreepark und Eierhäuschen. Da die ja mit ihrem Park schon finanziell zu kämpfen hatten, haben sie mit dem Eierhäuschen gar nichts gemacht. Es stand also weiterhin da, war Wind und Witterung ausgesetzt. Dann während dem Insolvenzverfahren konnte man es auch nicht auslösen und retten. Und jetzt hat auch Grün Berlin denn demnächst das Eierhäuschen in Betrieb. Auch als Künstlerunterkunft, Atelier, aber auch unten Gastronomie an der Spree. 2024 soll das Riesenrad wieder da sein, weil soweit ich weiß, es sei denn, es gab jetzt in den letzten Tagen schon wieder was Neues, ich war jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen sehr beschäftigt, es ist wohl noch nicht mal ausgeschrieben, wer das Riesenrad sanieren soll. Das liegt da. Ach, Gonnen hat der es abgebaut hat, mitgenommen. Ich glaube, der soll die wieder instand setzen. Und 22 kommt dann, also wie gesagt, das Eierhäuschen wieder, 24 soll das Riesenrad dann wieder stehen und auch sich drehen, sodass man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, schon sogar rein kann, so eine Art kleine Teilöffnung, über die Baustelle gucken kann mit dem Riesenrad und man spricht auf der Seite von Grün Berlin von einer Kompletteröffnung des neuen Kunst- und Kulturparks und Naturparks, Spreepark, von 2026. Also 12 Jahre, nachdem das Land Berlin das wieder an sich genommen hat. Wahnsinn. Im laufenden Betrieb hat der Spreepark 40 Millionen Mark investiert und die haben 70 Millionen Euro ausgegeben in einen Park, der 12 Jahre gebaut wurde. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Verzeih mir bitte. Ich glaube, es gab in Westendorf oder in England eine Floßfahrt. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, diese wurde nie eröffnet. Genau. Ja. In Altengland gab es oder sollte es geben eine Floßfahrt mit so runden Booten, die sich so ganz langsam im Wasser drehen und die ist nicht zu Ende gebaut worden. Die Baustelle hat man 2000 angefangen, aber dann nach der Saison 2001 natürlich brach liegen lassen. Und dann wollte Markus Nau bereit wissen, was war mal in der Mero-Halle beheimatet. Ich kann mich nur an das geschlossene Gebäude erinnern, in dem ein Jurassic Park Flipper stand, den ich immer spielen wollte. Ja, jetzt wird sie gerade abgebaut, um sie zu sanieren. Zu DDR-Zeiten war es ein Restaurant mit 4 Restaurants drin, in der Mitte die Küche, drumherum 4 Themenrestaurants, die sich eine Küche geteilt haben. Da musste ich immer ein bisschen schmunzeln, zu DDR-Zeiten angepriesen, mit einem großen Schild über der Tür. Internationale Küche, gab aber halt DDR-bedingt nur 4 Restaurants, russisch, bulgarisch, ungarisch, polnisch. Und nach der Wende war es halt nicht so im Konzept, dass man da irgendwie so eine Stunde an so einem Essen sitzt. Da hat man halt überall die Imbissbuden gehabt und SB-Restaurants. Und dann hat man nur einen kleineren vorderen Teil als Spielehalle genutzt und diesen berühmten zerschlagenen Jurassic Park Flipperautomaten kennen halt die meisten auch noch aus der Lost Place-Zeit. Darf ich noch mal ganz kurz was zu den Büchern sagen? Haben wir da noch eine Sekunde? Ich gehe meinen Followern damit auch gerade so ein bisschen auf den Keks, aus dem einfachen Grund, dass ich befürchte, dass ich bald ganz traurige E-Mails kriege, dass die ausverkauft sind. Und zwar, das Kleine wird es definitiv nicht mehr geben, weil der Buchhandel zurückgemeldet hat, sie legen sich das nicht hin. Das kostet nur 6 Euro und der Buchhändler verdient daran nichts. Also bestellt der Handel das gar nicht. Und wenn es nirgends ausliegt, kauft es natürlich auch keiner. Jetzt ist es mittlerweile fast ausverkauft, weil online geht es ganz gut. Da ist so das Politische drin, alles über Parkplatz weggenommen, Streitigkeiten zwischen Land Berlin und der Spreepark GmbH, über die Investoren, die vergrault wurden, was hatten die für Konzepte, was waren das für Streitigkeiten mit dem Land Berlin. Die Peru-Geschichte wird auch nochmal ein bisschen aufgearbeitet und das gibt es auch nicht mehr im Handel, das Kleine, das gibt es nur noch bei uns. Was es noch im Handel gibt, ist diese große Bildbandchronik. Die gibt es auch noch bei Amazon. Da würden wir natürlich uns trotzdem freuen, wenn ihr nicht Amazon unterstützt, sondern das über die Spreepark-Fanseite kauft. Dann unterstützt ihr damit die zukünftigen Projekte der Spreepark-Fanseite. Ihr könnt ganz einfach eine E-Mail schicken über die Seite oder ihr schreibt uns auf Facebook oder Instagram einfach eine Nachricht. Und bei uns gibt es das dann nicht nur, dass ihr die Spreepark-Fanseite mit dem Kauf unterstützt, sondern bei uns gibt es die Bücher, wenn ihr wollt, auch zum Team gehören halt alle Autoren. Gerne die Bücher handsigniert, wenn ihr wollt, auch mit einer persönlichen Widmung. Und zur großen Bildbandchronik, jetzt kommt der Hammer, jetzt kommen wir wirklich vor wie im Teleshopping, legen wir sogar einen Originalaufkleber aus der letzten Saison 2001 mit dazu. Und ja, wer Lust hat, kann sich da gerne bei uns melden. Achso, und das Große wird es bald wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ich glaube, Amazon hat nur noch irgendwie über Dritthändler 2, 3. Über Amazon direkt gibt es schon gar nichts mehr. Da diskutiere ich noch mit dem Verlag. Die sagen, ah, in den letzten 3 Jahren ist der Papierpreis gestiegen und. Die würden gerne aus dem großen Buch so ein kleines machen, ohne Lagepläne, ohne Baupläne, ohne Architektenentwürfe, weniger Fotos
Und ich bin halt der Meinung, naja, wenn wir alles weglassen, ist es halt scheiße. Und wir haben hier wirklich tolle Sachen drin. Mugwrites hat uns Fotos vom Aufbau gegeben. Wir haben Entwürfe, wir erzählen Sachen, die geplant waren, nicht umgesetzt wurden. Wir stellen alle Fahrgeschäfte vor, alle Shows, erzählen ein paar Anekdoten, Insider-Infos. Wir haben Fotos vom Mitarbeiterausweis, wir gehen in die Backstage-Bereiche und dokumentieren wirklich chronologisch die Jahre, was war in welchem Jahr der Eintrittspreis, von wann bis wann war die Saison. Wir haben sogar so absurde Geschichten wie im Heidepark gab es Pfahlsitzen, im Spreepark gab es den Wettbewerb 100 Stunden Dauerduschen. Wie waren da die Regeln und durfte man sein kleines Geschäft eigentlich unter der Dusche verrichten oder nicht? Nein, das durfte man nicht. All so eine Geschichten haben wir in diesem Buch mit drin. Ja, ich wusste, dass die 100 Stunden Dauerduschen noch kommt. Rechnet euch mal bitte aus, was 100 Stunden sind und ob euch dann vielleicht Schwimmhäute wachsen. Das war es jetzt. Christopher, ich habe vielen lieben Dank zu dir zu sagen. Es war ein toller Abend, fand ich, ein super Gespräch. Wir hätten, glaube ich, noch locker ganz viele Stunden weitersprechen können. Ich hätte auch noch ganz viele Fragen an dich gehabt. Wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, schaut euch die Doku an. Da erfahrt ihr auch einiges und auch noch mehr was zu dem, was wir heute besprochen haben. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt der 12. FKF Livestream. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Feiertag. Solltet ihr Freitag frei haben, wünsche ich euch ein schönes langes Wochenende und bleibt alle gesund. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal endlich wieder live und in Farbe im Freizeitpark sehen können. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss, schönen Abend noch.